Wow, wow, wow. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen zu Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Ja, ich muss da richtig drüber reden, weil die so laut sind. Vielen, vielen Dank. Wir sind wie immer live aus dem... Wow, mach ruhig. Wir sind wie immer live aus dem Experian in Köln. Und normalerweise sage ich dann nochmal sowas wie, danke, dass ihr alle gekommen seid, aber ihr wart... Ja, komm, mach nochmal. Danke, Applaus für euch. Cool, dass ihr hier seid. Ja. Ey, Wahnsinn. Ja, wir reden heute wieder über die heißen Themen im Fußball, sowohl national als auch international haben wir ein paar interessante Geschichten dabei. Und für die, die von zu Hause aus zuschauen, euch wünsche ich natürlich auch erstmal sehr viel Spaß. Ihr könnt sehr gerne auf unseren weiteren Social-Media-Kanälen vorbeischauen, unter anderem auf YouTube, TikTok, Instagram, Twitter sind wir überall unterwegs. Da könnt ihr dann auch nachher die Ausschnitte und Highlights sehen. Und ganz wichtig, bei Twitter heute unter dem Hashtag @broski gerne mitdiskutieren. Eure Fragen in die Runde könnt ihr da sehr gerne mit reinbringen, denn die Fragen, die wir mit reinnehmen, bekommen 25 Euro PlayStation Network Guthaben. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Hashtag @broski. Gerne mitdiskutieren. Wir haben wie immer ein paar tolle Gäste dabei. Ich bin nicht alleine und ich würde sagen, die zeigen wir euch jetzt. Ja, sehr viel. Boah, schon wieder. Wow, 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 wow. Wahnsinn. Sehr viel passiert in der Welt des Fußballs. Wir haben es gesagt, sowohl international als auch national. Und ich würde da alleine nicht reichen, mit euch über die ganzen Themen zu reden. Deshalb habe ich wunderbare Gäste mit dabei. Den ersten, den wir hier dabei haben, ist Fußballkommentator und Moderator, absoluter Experte. Einen großen Applaus bitte und herzlich willkommen in der Runde, Christian Straßburger. Servus. Danke, danke. Der nächste ist ehemaliger Nationalspieler und Bundesliga-Torjäger, hat mittlerweile auch schon als Trainer im Profigeschäft Fuß gefasst und ich hatte damals seine Match-Attacks-Matchwinner-Karte. Einen großen Applaus bitte für Patrick Helmes. Guten Abend. Und wo geballte Kompetenz gesucht ist, darf er auch nicht fehlen. Er ist Kicker-Reporter, ein absoluter Experte. Und nochmal einen riesigen Applaus bitte für Patrick Kleinmann. Und wie immer haben wir auch einen Profi bei uns heute im Studio zu Gast. Er hat bereits über 180 Bundesligaspiele gemacht. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Ist aktuell bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Er kriegt seinen Special Walk-In. Bitte einen riesigen Applaus für Nadim Amiri. Nadim, mein Lieber, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, du bist gut hergekommen. Dankeschön, gut hergefunden. Ja, entspannte Autofahrt, gerade nicht gehabt, habe ich gehört. Ja, bisschen Stau, aber okay. Wo bist du denn hergekommen? Was hast du gemacht? Düsseldorf. Düsseldorf? Okay, wie lange fährt man? Das geht, ne? Drei, vier Stunden. Stunde mit Verkehr? Ja. Wir haben einen kleinen Elefanten im Raum. Wir müssen ein bisschen über Bayer 04 Leverkusen sprechen. Wir haben ja hier auch ein paar Leute in der Runde, die sich mit dem Thema auskennen. Für dich ein etwas schwierigerer Start gewesen, du hast nicht viel gespielt, jetzt ein neuer Trainer dabei. Erzähl uns doch gerne mal, wie du den Saisonstart so wahrgenommen hast. Wie ist es unter Xabi Alonso jetzt, unter dem neuen Trainer? Ja, der Saisonstart war sehr schwierig. Wenn man als Leverkusen gegen den Abstieg spielt, ist immer schwierig. Keine gute Saison bis jetzt, aber ja, für mich persönlich auch schwierig. Jeder Fußballer
macht eine schwierige Phase durch, wenn er nicht spielt, weil wir spielen ja alle Fußball, um am Wochenende auf dem Platz zu stehen. Aber ja, jetzt unter dem neuen Trainer hatte ich jetzt so ein paar Minuten und hoffe, dass wir als Verein und auch persönlich das jetzt wieder vorangeht. Gibt es irgendwas, was sich vielleicht nennenswert auch geändert hat jetzt unter Xabi Alonso? Ist ja ein großer Name, es wird viel darüber berichtet. Ja, wir müssen uns jetzt jeden Morgen wiegen. Das ist, glaub ich, das ist ganz neu, oder was? Ja, Gott sei Dank spiele ich da nicht. Ja, schwierig. Ja, für mich auch, wäre auch schwierig. Jetzt vor allem nach FIFA-Release, lieber nicht, ehrlich. Aber ja, erzähl mal, was gibt es noch Neues? Was ist passiert? Er hat jetzt neue Energie reingebracht. Man merkt das halt, die Erfahrung, was er als Spieler hatte, hat ja das Maximum erreicht. Und man sieht einfach, wenn die Kabine reinkommt, schon, er bringt eine Energie mit, gibt uns auch ein Gefühl von Ruhe, brutales Selbstvertrauen. Und ja, wir konnten es leider jetzt noch nicht richtig zurückzahlen oder nicht richtig zeigen, aber ich denke, dass es jetzt ein Prozess ist, der aber erfolgreich sein wird. Gibt es so einen signifikanten Unterschied, wenn du einen Trainer hast, der früher auch selber ein Weltklasse-Spieler war? Ja, man merkt halt im Training, wenn er mitmacht. Macht er viel mit? Ja, ganze Zeit. Und man merkt das bei seinen Pässen, wie er sich bewegt auf dem Platz, wie er die Sachen vormacht, dass er einfach immer noch die Qualität da ist. Patrick, jetzt frage ich dich mal. Bayern 04 Leverkusen, wie hast du den Start erlebt? Woran hakt es? Das ist so ein bisschen, wie er schon gerade gesagt hat, du hast natürlich als Bayer Leverkusen so riesige Erwartungshaltung. Du gehörst eigentlich zu den Top 4 der Bundesliga, das seit 20 Jahren mittlerweile. Und du hast im Sommer zum ersten Mal was geschafft, was du eigentlich Jahre zuvor nie geschafft hast. Das heißt, eigentlich ist es so, dass die besten Spieler von Bayern normalerweise dann weggehen, nach Dortmund oder nach Bayern oder sonst wohin. Diesmal wurde halt mit viel Geld Diaby und Schick gehalten, was innerhalb der Mannschaft nochmal ein Thema sein wird. Das heißt, normalerweise sind alle in etwa auf einem Level von der Gehaltsstruktur. Also gibt es immer ein paar Ausschläge, aber die beiden ragen jetzt schon über beides hinaus. Und von daher, wenn es da nicht läuft, dann ist es ein Prozess innerhalb einer Mannschaft. Und dann kommt eins zum anderen und sie sind ja auch gut gestartet. Wenn ich die ersten Spiele sehe, muss ich sagen, sehr guter Fußball, aber keine Punkte. Und das ist eigentlich der Tod im Fußball, wenn du gut spielst und keine Siege holst. Und jetzt kommt ein neuer Trainer, das gibt neue Energie, das gibt für Spieler, die in der zweiten Reihe waren, auf einmal eine Chance zu spielen. Das Problem ist halt nur, wenn die Ergebnisse halt nicht kommen. Das heißt, man sagt, ey, neue Energie, neuer Trainer, alles geil, kommt kein Ergebnis, ist das Thema in 6 Wochen schon wieder erledigt. Also das ist halt dann Profifußball, sehr hart leider. Jetzt hast du ja auch schon ein paar Trainer miterlebt. Wie war das bei Seoane? Man hatte so medial ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler ihn halt schon gemocht haben und dass das irgendwie so eine Entscheidung war, die dann vielleicht doch anhand der sportlichen Situation getroffen werden musste. Aber irgendwie hatte man so den Eindruck, eigentlich wollte man ihn dann doch behalten. Wie hast du das gesehen? Ja, war ja nur eine Saison da, aber hat sich trotzdem irgendwie sehr lange angefühlt. Wie Patrick schon gesagt hat, wir haben ja direkt die Champions League erreicht und ja, man hat ja gesehen, als Leverkusen so lange an einem Trainer festzuhalten, obwohl es sehr schlecht lief, hat schon was einiges zu sagen. Jetzt hast du gerade so ein bisschen gelacht. Ja, es hörte sich an, als wäre jemand froh gewesen, dass er dann irgendwann geht. Aber erstmal muss ich sagen, ein Verein, der freiwillig auf Nadim Amiri in der Startelf verzichtet, dem kann es so schlecht ja gar nicht gehen. So ein geiler Kicker, Olympia richtig performt, Nationalspieler gewesen, auch ein richtig cooler Typ. Also da muss man eigentlich einen Weg finden in die Startelf. Deswegen bin ich da schon ein bisschen überrascht gewesen, erstens. Und zweitens, wir können ja das große Rad drehen. Ich meine, hier sitzen zwei, die kennen die Werkself. Ich glaube dann natürlich, in Leverkusen ist eine sehr große Wohlfühloase, ja, dass Seoane eine Saison da ist, Dritter wird, also in die Champions League einzieht und dann im Prinzip nur ein paar Wochen Zeit hat, da sage ich, da hast du ja als Spieler sofort ein Alibi und das gefällt mir nicht. Also entweder war da vorher was im Argen, dann muss man sich im Sommer trennen, was auch immer da los war, das wird uns der Nadim gleich erklären, das geht für mich nicht. Also so kann man nicht auf Dauer, auf Sicht erfolgreich sein. Ja, wahrscheinlich recht. Jetzt pass mal auf, was ich gleich alles für Schalke vorbereitet habe. Ne? Ja, mach halblang. Nein, tritt drauf, ist verdient. Das Problem ist halt immer so ein bisschen, dass die Spieler haben alle so viel Qualität, auch er. Aber es ist trotzdem so, es gibt einfach gewisse Trainer, die auf gewisse Typen stehen. Und ein Spieler lebt von Selbstvertrauen oder von einer eigenen Energie. Und wenn er das Gefühl hat, er ist nicht gerade gebraucht, dann leidet die eigene Qualität. Und dann ist es manchmal so, dann gibt es Wochen, wo du einfach das nicht auf den Platz bringst, was du bringen kannst. Und dann ist das wie so ein Kreislauf. Und auf einmal ist er nicht mehr so gut, wie er vor einem Jahr war, sondern jetzt kommt ein neuer Trainer. Das wird wieder Energie freisetzen. Er hat so die Einsatzzeiten bekommen. Und es kann sein, dass du in 4 Wochen einen ganz anderen Spieler siehst wie vor einem halben Jahr. Weil wir sind, auch wenn man es nicht glaubt, nur Menschen im Profifußball. Und wir brauchen
um es ein bisschen so sanft zu sagen, auch Liebe. He? So ist es nicht. Also egal wie hart das ist, man will schon mal in den Arm genommen werden und der eine oder andere braucht das mehr. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass er ihm das auch schon gut tun würde. Aber dafür ist es ja mal schön, wenn ein neuer Trainer da ist, ne? Weil der kümmert sich erstmal um alle Spieler, der will mit allen erstmal reden, gerade wenn er so eine Aura hat wie Xabi Alonso, nimmt man das als Spieler, glaube ich, auch richtig mit, wenn er einen da mit ins Boot nimmt. Und ich meine, du hast jetzt zum ersten Mal die Chance über eine ganze Halbzeit gehabt am Wochenende, das heißt, das scheint ja dir auch ein Stück weit zu vertrauen, ein Stück weit mehr vielleicht sogar als der Trainer vorher. Paulinho hat den Weg auch wieder zurückgeschafft, jetzt hat sogar direkt ein Tor gemacht, also das heißt, du hast ja alle Chancen, die jetzt wieder den Weg zurückzuholen. Und ich meine, je schlechter die Mannschaft spielt, desto besser ist es natürlich für die Mannschaft, für die Spieler, die vorher draußen saßen, weil die einfach dann irgendwann die Chance bekommen. Und da muss man die halt nutzen. Ne? Ja, Nadim, nimm uns da gerne mit. Wo setzt dann Xabi Alonso an? Wir haben gerade darüber gesprochen. Du hast jetzt deine erste Einsatzzeit bekommen. Wie ist das so, wenn ein neuer Trainer in einem Verein aufschlägt? Was sind so die ersten Berührungspunkte, die man hat? Ja, du probierst halt schon eine gewisse Verbindung zum Trainer aufzubauen oder halt mitzubekommen, wie er tickt und was ihm wichtig ist. Bei mir war ja, wie Patrick gesagt hat, ich wurde ja auch wirklich komplett rasiert auf einmal. War sehr, sehr hart, muss ich auch einfach ehrlich sein, weil mir gefällt das Gerede im Fußball nicht immer, dieses Alibi-Suchen und hier, da, da. War halt einfach so, war eine schwierige Phase für mich. Jetzt bin ich umso glücklicher, wie du gesagt hast, dass der Trainerwechsel kam und ich spüre das selbst an mir jetzt allein im Training und alles, dass ich wieder voll da bin und die anderen Spieler halt, wie ich schon gesagt habe, die Energie. Und ja, die letzten Wochen ist halt einfach einiges kaputt gegangen, wenn man halt keine Punkte holt, wie es im Fußball ist, weil Fußball ist einfach ein Punktegeschäft, kannst scheiße spielen, aber gewinnen und alle jubeln dir zu. Und der neue Trainer, ich glaube, das wird was Gutes bei uns. Kann man sich da auch als Mittelfeldspieler ein paar Sachen abgucken? Ja, auf jeden Fall. Gleiche Position gehabt? Ja, wie schon gesagt, im Training sieht man Sachen einfach, Kleinigkeiten, wie er den Ball annimmt, wie er sich zum Ball bewegt, seinen Überblick, wie er sich schon vororientiert, kann man sich schon viel abschauen. Ja, bei Bayer 04 Leverkusen ist viel passiert die letzten Wochen, Trainerentlassung gehabt, Ups und Downs, dann gab es zwischenzeitlich ein kleines Hoch wieder bei der Premiere von Xabi Alonso gegen Schalke 04. Wir wollen über das alles und viele weitere Bundesliga-Themen gleich als nächstes sprechen. Der Professor ist zurück in der Bundesliga. Nach Traumstart gegen S04 gab es für Xabi Alonso gleich zwei herbe Niederlagen. Gegen Porto und jetzt gegen Frankfurt. Schalke hingegen hält trotz der 0-3-Pleite gegen Hoffenheim weiter an Kramer fest. Die Fanszene brodelt. Schlusspunkt des Spieltags war das Gipfeltreffen der Top 4, wo Union seinen Vorsprung auf Dortmund auf 7 Punkte ausbaut. Und die Bayern? Die finden mit dem 5-0-Sieg so langsam wieder zurück in die Spur. Der Bundesliga-Recap jetzt bei Ed Broski. Ja, wir haben schon ein bisschen über Bayer 04 Leverkusen und Xabi Alonso geredet. Lass uns ein bisschen auf die Zukunft schauen. Christian, wo siehst du Bayer 04 Leverkusen am Ende der Saison? Ah, jetzt habe ich hier gerade vertauscht. So. Also den Christian oder mich? Wir haben zwei Patricks. Genau, also erstmal muss ich sagen, muss man ja gucken, wo liegen die Probleme bei Bayer Leverkusen. Ne? Es wird viel geredet auch, man sieht immer so ein, zwei Spieler auch danach im Interview, wo ich sage, am Mikrofon sehr gut, auf dem Platz eher semi. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil Nadim ist natürlich auch erstmal geil, dass du überhaupt da bist, trotz dieser Situation. Aber man muss natürlich auch gucken, er kann ja nicht irgendwelche Mitspieler da in die Pfanne hauen. Es ist, glaube ich, nicht ausgewogen genug. Ja, also die Offensive ist sensationell besetzt. Die Rückwärtsbewegung ist oftmals nicht gut genug. Man kriegt zu viele Gegentore, aber kann auch aus seiner Qualität, die man offensiv hat, nicht so viele Tore machen. Klar, gegen Schalke, sage ich mal, war es einfach, aber ich habe das Gefühl, aktuell kann... Ich habe hier jemanden dabei, Steven Ruprecht, ehemaliger Fußballer. Ich glaube, der könnte alleine gegen Schalke bestehen. Da bellt der Hund. Da bellt schon der Hund. Ich würde gerne aus Trainersicht vielleicht mal, Patrick, du guckst ja auch da drauf. Wo muss man da wirklich ansetzen? Weil die Qualität ist da. Es gab auch dieses Ergebnis, also dieses Gefühl von wir können das. Aber irgendwie hakt es ja wirklich ganz tief. Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, du hast so eine Feuer gehabt, der 5 Sprachen gesprochen hat, wo alle sagten, ey, wie geil, der erreicht jeden. Jetzt musst du mal die Anfangs-11 letzte Woche schauen, Champions League, das waren 11 unterschiedliche Nationen. Das heißt,
Jetzt kommst du als Xavi Alonso, der die deutsche Sprache nicht so allzu mächtig ist. Das heißt, du hast gar nicht die Zeit, mit allen zu reden. Weil er spricht halt Spanisch, er spricht ein bisschen Englisch, aber nicht jeder spricht Englisch und Spanisch. Es ist nicht so einfach. Das heißt, du musst viel über Video gehen. Dann musst du halt vor allem die Jungs ins Boot holen, die nicht so viel gespielt haben, weil innerhalb der Mannschaft gibt es dann schon Themen, weil du weißt, du hast zwei Spieler mit Diaby und Schick, die jetzt mehr verdienen als der Rest. Du hast eine Saison, die absolut scheiße läuft. Und dann ist es halt einfach so, dass genau dann die Spieler eigentlich in den Fokus rücken, die hinten dran stehen. Weil sie suchen halt nach den Einsatzzeiten. Und wenn du aber dann trotz des Misserfolgs keine Einsatzzeiten bekommst, dann verlierst du viele auf dieser Strecke. Und eigentlich musst du jetzt erst mal versuchen, so alle wieder einzusammeln, in ein Boot zu holen und dann halt diese Gier wieder zu wecken. Weil nochmal, das macht ja was mit dir. Jetzt hast du Schick und Diaby, die eine wahnsinnige Saison gespielt haben. Die lockst du nicht mit, indem du sagst, ey, wir spielen nächstes Jahr um Platz 2. Sondern die lockst du halt damit, dass du sagst, hey, du kriegst denselben Vertrag wie woanders. So, und das macht ja was mit dir selber. Das heißt, diese 1-2%, die du brauchst, um High-Level zu spielen, fehlen dir dann. Und das geht bei Bayer eben nicht, weil die Mannschaft ist so talentiert. Und ich habe die Mannschaft vor der Saison als Meisterfavorit angesehen mit Bayern München. Sie hat gegen Dortmund das erste Spiel da verloren, um Welten besser als der BVB. Aber spielen, ich habe Felix Magath 2 Jahre als Trainer gehabt, es ist immer noch Tore schießen und verteidigen. Und das machen sie beides nicht, und deswegen sind sie Drittletzter. Es fehlt so ein bisschen die mannschaftliche Geschlossenheit, hat man das Gefühl. Ne? Also ihr habt ja, dass ihr ein Individualkünstler, ist das überragend, was da bei euch am Feld steht und auf dem Trainingsplatz steht, aber irgendwie ist es keine richtige Mannschaft. Ne? Da fehlt irgendwie so ein bisschen dieser Zusammenhalt. Das, was man so als Haltung, Mentalität ein Stück weit ansieht, wenn ich das Spiel in Frankfurt sehe, das hat ja schon ein Stück weit auseinandergebrochen auch. Das ist das eine Problem, glaube ich, aktuell. Das andere ist, dass auch die einzelnen Spieler oder viele von den einzelnen Spielern nicht das spielen, was sie können. Patrick Schick, bisher leider eine Vollkatastrophensaison, hat, glaube ich, 1 Tor geschossen. Hatten viele vor der Saison als Torschützenkönig? Unter anderem ich auch, ja. Also ich habe meine Kicker-Manager-Elf, bisher war das keine gute Investition. Lukas Radetzky, sonst ein sehr, sehr solider Torwart, guter Torwart, patzt dann plötzlich in solchen Spielen und dann hast du halt irgendwie die Scheiße am Fuß und dann kommen so Spiele wie zu Hause gegen Porto, wo irgendwie alles gegen dich läuft, wo der Gegner aus 1,5 Chancen 3 Tore macht, 2 Elfmeter geschenkt bekommt, du selber irgendwie noch so eine Freak-Szene hast mit dem eigenen Elfmeter, in Frankfurt auch wieder die Szene, also da merkt man halt sofort, sobald es nicht läuft, kommt dann immer noch so noch was obendrauf, so an Pech. Und da wieder rauszukommen, das ist echt eine Aufgabe. Und das ist die Frage, wie kommt man da wieder raus? Patrick, als Trainer, du hast gerade so ein paar Ansatzpunkte genannt. Na, ich bin ja vor einem Jahr in Aachen rausgeflogen, also bin ich kein guter Trainer. wenn ich das wüsste, hätte ich es da schon angewendet, aber das ist Fußball sind Mosaikstückchen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, was ich in Aachen vorhatte, Mann, die Theorie war echt geil. Die Praxis ist was anderes. Nochmal, ich hatte auch eine Phase, wo wir viele Torchancen hatten und kein Tor geschossen haben. Hätte ich mir auch gewünscht manchmal, ey Pat, nochmal vorne rein, da machst du vielleicht eine Kiste. Aber es ist, du bist als Trainer abhängig von der Qualität der Spieler und wenn es rumort in der Mannschaft, dass der eine nicht spielt, der andere ist aber eigentlich gut und bringt seine Leistung nicht, das ist ein Teufelskreislauf, der irgendwann seine Folgen aufnimmt und da musst du einfach Acht geben, weil Bayer ist, glaube ich, seit, keine Ahnung, 25 Jahren nicht mehr unten gestanden. Da bist du mal eine ganze Saison verschwunden, ne? Und das siehst du jetzt bei Schalke dieses Jahr, das ist alles bei Weitem nicht die Qualität von Bayer Leverkusen. Aber wenn es in der Mannschaft nicht stimmt, und das wird das Schwierige jetzt, wie bekommst du diese Charaktere wieder hin, dass sie sagen, boah, ich hau alles rein. Und ich glaube, dass das super schwierig ist. Nur ein Trainerwechsel heißt nicht, es wird alles besser. Das hast du jetzt gesehen in 2 Wochen. Du Hurra gegen Schalke 4-0, jetzt kriegst du 2 Mal den Arsch voll. Und eigentlich hast du dieselben Probleme noch. Du bist eigentlich keinen Schritt weitergekommen. Und das finde ich halt gerade in Leverkusen super gefährliche Situation. Ja, du sprichst es an. Leverkusen ist nicht viel weitergekommen. Jetzt nach der Niederlage in Frankfurt. Wir können uns hier einmal die Spielszenen anschauen. Ist ja dann doch eine deutliche Nummer geworden. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr könnt gerne was zu den einzelnen Spielszenen sagen. Wir haben die Tore unter anderem drin. Ja. Das tut mir echt leid, dass du das... aber man sieht es ja, also, gefühlt war jeder tiefe Ball wurde gefährlich. Ja. War ja auch so und es hätte ja am Ende noch höher ausgehen können. Gott sei Dank ist es nur beim 5-1 geblieben. Ja, aber wie habt ihr das denn in der Halbzeitpause? Ja,
Wir haben ja über Xabi Alonso auch gesprochen als Weltklasse-Spieler, der dann vermutlich auch als Spieler irgendwann seine Mannschaft mal ein Stück zurückgeholt hätte. Also mir fehlt da auch bei Leverkusen, das muss ja nicht immer von außen kommen, aber so einer, der dann mal sagt auf dem Spielfeld, was Sache ist, komm, wir ziehen uns mal zurück, wir gehen mal drauf, einer, der vielleicht auch mal ein Zeichen setzt und sowas. Das kannst du vielleicht nach dem Spiel im Interview machen, aber die 90 Minuten auf dem Feld, da verdienst du ja dein Brot. Ja, das Ding ist ja, dass wir letzte Saison auch sehr viele Spiele hatten, wo wir jetzt nicht so gut waren, aber dann irgendwie mit dem Glück halt auf unserer Seite 4-5-0 gewonnen haben und alle gedacht haben, wir waren überragend. Aber man hat letztes Jahr schon gemerkt, dass so die Leader fehlen. Für mich, ich vermisse extrem die Bender-Brüder zum Beispiel oder den Volland, Baumgartlinger. Mhm. Das waren halt welche, die haben die Mannschaft auch in der Kabine zusammengehalten, auch in schwierigen Phasen auf dem Platz. Und so Spieler fehlen halt extrem und das merkt man schon. Was ich ganz cool finde, ist, wenn du die Videos guckst, das ist ja, die Viererkette ist ja völlig wild, muss man einfach sagen. Und ich frage mich halt dann, wenn ich sehe, Frimpong, Tah ist ja eigentlich schwere Anfangszeiten Leverkusen gehabt. Die letzten zwei Jahre war er High-Level, fand ich. Und jetzt siehst du einfach diese langsame Denkweise, die er im Spiel hat. Ich frage mich halt, wenn ich die alle vier so beobachte, die gucken alle immer nur auf Ball, aber ich sehe die Kommunikation untereinander nicht. So, ich gehe raus, ich rutsche rein. Du siehst immer, die Schnittstellen sind immer offen. Und ich frage mich wirklich, und ich gucke auch viele Bayern-Spiele, da redet keiner mehr miteinander. Wenn ich meine Zeit noch sehe, Hypia, Friedrich, Katletz, Castro, Mann, da hat jeder die Fresse aufgemacht und hat was gesagt. Und jetzt geht einfach jeder unter, weil jeder tiefer Ball ist brandgefährlich. Und so viele Torchancen, wie sie Chancen zulassen, kannst du die gar nicht erarbeiten. Das ist gar kein Gleichgewicht mehr. Passt nicht. Und was du sagst, ne, wenn so diese Anführer fehlen, das geht gut, wenn die Mannschaft erfolgreich ist und Tore schießt, aber die brauchst du dann vor allem, wenn es nicht läuft. Und das ist jetzt gerade der Fall, ne? Da fehlen sie wirklich. Hat vielleicht auch das Schalke-Spiel so ein bisschen zu viel Euphorie reingebracht, eurer Meinung nach? Ich meine, 4 Tore sind gefallen, Leverkusen hat deutlich gewonnen. Jetzt kann man an X-Goals nicht immer alles festmachen, aber waren 1,6 erwartete Tore, war die größte Überperformance einer Bundesliga-Mannschaft diese Saison. Also von den Toren, die erwartet worden sind und die dann gefallen sind. Vielleicht hat man sich da auch ein bisschen täuschen lassen. Patrick? Ja, das geht ja immer schnell im Fußball. Neuer Trainer, erster Sieg und du denkst, hurra, es geht weiter so. Aber wir wurden ja wieder eines Besseren belehrt. Das ist nicht so einfach. Es ist ja wie ein Trainerwechsel. Welchen Effekt hat der? Nochmal, wir sind ja alle keine Zauberer. Wir können nicht einfach die Hand auflegen und sagen, ey, du bist es jetzt. Das ist ein Prozess, so wie er schon gesagt hat. Und das braucht Zeit. Und ich bin gespannt, ob er die Zeit halt bekommt, weil Bayern normalerweise bekannt dafür ist. Aber du brauchst in Leverkusen halt eben Erfolgserlebnisse, weil einfach sehr viel Geld da. Die wollen Champions League spielen, die müssen Champions League spielen. Und das wird langsam schon eng. Ja, Schalke war einfach kein Maßstab, ne? Also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, so traurig das ist. Aber ich war im Stadion, habe mich gewundert, dass Leverkusen nicht viel mehr Torchancen rausspielt, weil da waren so klare Schwachstellen auf Schalker Seite, die man einfach die ganze Zeit hätte ausnutzen können. Also ich glaube, Frimpong hat seinen Gegenspieler erste Halbzeit 10, 15 Mal überlaufen gefühlt. Da hätte man noch viel mehr draus machen können als nur 4 Tore oder nur, ich glaube, 6 oder 7 Chancen waren es dann am Ende. Also das war leider kein ernstzunehmender Gegner, um zu zeigen, wie stark ist Leverkusen wirklich. Und man muss ja auch sagen, Alonso, sorry, alles gut. Weltklasse-Spieler, aber auch Trainer-Rookie. Ne? Also der hat die Real Sociedad B, ist aufgestiegen, ist aber auch wieder abgestiegen. Das ist auch noch die Wahrheit. Der kennt die Bundesliga als Spieler, aber der kennt natürlich nicht die Bundesliga als Coach. Das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe. Und da frage ich mich auch als Bayer Leverkusen, wo ist denn die Philosophie oder was ist die überhaupt? Also nach welchen Kriterien wird eingestellt? Cioane hat seine Idee, Alonso hat seine Idee, aber die Philosophie gibt ja einen Verein vor. Und Rudi Völler fällt weg, Simon Rolfes hat jetzt da im Prinzip das Sagen. Da muss es ja losgehen, da oben. Und danach muss sich alles richten, die Kaderzusammenstellung. Man kann sich natürlich fantastisch mit geilen Fußballern da wirklich aufstellen und sagen, wir wollen in die Champions League. Aber es braucht halt auch die Arbeiter. Und nur ein Andrich zum Beispiel, der vielleicht arbeitet, das reicht ja nicht aus. Also man kann die Mannschaft natürlich deutlich kritisieren, das ist klar. Aber das Drumherum, das kann jetzt auch nicht einfach nur so wegkommen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Sondern da wurden einfach auch schon Fehler gemacht und da muss vielleicht auch mal noch mehr der Fokus drauf gerichtet werden. Dann lass uns das Thema Bayern 04 Leverkusen mit folgender Frage abschließen. Wo geht es am Ende der Saison hin? Ich fange mal hier die Runde nach an. Auf jeden Fall gibt es den Klassenerhalt. Alter, das ist jetzt keine steile These. Nein, tabellarisch ungefähr, wo würdest du sie ansiedeln am Ende der Saison? Irgendwo, also auf jeden Fall noch einstellig, ne? Achter, Platz 8 oder so, aber nicht ins internationale Geschäft. Nadine, was sind eure Ziele? Nadine spielt nächste Saison international mit einem anderen Club.
Nadim, brauchst du nichts zu sagen. Du denkst nur an Bayern 04 Leverkusen. Wo geht's am Ende der Saison hin? Was ist euer persönliches, was ist dein persönliches Ziel? Ibiza. Habt ihr noch Hoffnung auf Europa? Ibiza. Ich habe es nicht gehört, was hat er gesagt? Ibiza. Ibiza, Aussage. Wir hoffen natürlich als Spieler, dass wir noch Platz 4 erreichen. Ist ja 10. Spieltag, kann man ja so sagen, erst. Aber natürlich müssen wir jetzt sofort anfangen zu punkten. Ist schon klar formuliert, auch vor der Saison, dass man sagt, mit dem Kader Champions League. Ja, also sorry, aber als Bayer Leverkusen musst du Champions League anvisieren. Halt mit den Spielern, mit diesen Gehältern, mit allem musst du einfach Champions League spielen. Und ich hoffe Platz 4, aber es wird eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube, dass es nicht ganz für die ersten 4 reichen wird. Das wird so ein Eintrudeln auf 5 oder 6, glaube ich, noch. Also ich glaube, sie werden sich fangen und dann eine gute Restrunde spielen. Und Euroleague ist dann auch mal ein Jahr okay. Bei RTL dann. Ich glaube auch Champions League, dafür ist der Rückstand schon zu groß jetzt. Da haben sie schon zu viele Punkte liegen gelassen. Da sind auch andere Mannschaften zu konstant oben. Europa League, auch ein paar schöne Auswärtsspiele dabei. Nicht immer nur Barcelona und Mailand, sondern da kann man auch mal nach Tschechien oder in die Slowakei. Also auch ganz nett, falls du da noch dabei bist. Ja, bei Leipzig war auch letztes Jahr erst unten 14., 15., 16. und ist dann auf einmal explodiert. Und das traue ich auch uns zu. Bei euch kommt ja auch Florian Wirtz wieder. Vielleicht auch ein Faktor, ja. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Ich weiß nur nicht, ob jetzt ein Offensivvirtuose da noch gebraucht wird. Vermutlich geht es eher in eine andere Richtung. Wahrscheinlich werden die auch noch mal auf dem Wintertransfermarkt zuschlagen. Na, es gibt eine lange WM-Pause, also Patrick Helm ist vielleicht noch mal als Trainer Xabi Alonso stellt sich selber auf vielleicht im nächsten Jahr. Könnte im Mittelfeld noch was reißen. Alonso sagt, weißt du was, ich mach selber. Spielertrainer. Trainer. Ja. Zack. Lange Bälle Stürmer, ich mach Stürmer. Lass uns als nächstes über den nächsten kriselnden Club sprechen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Es geht um den FC Schalke 04. Aufbaugegner gewesen für Bayer 04 Leverkusen. Auch an diesem. Ja, wird geklatscht. Ja, ja. Auch an diesem Spieltag sah es für die Schalker nicht gut aus. Die TSG 1899 Hoffenheim kennst du auch. 0-3 ist das Spiel am Ende ausgegangen. Wir. Würde ich sagen, starten wir mit den Spielszenen. Ihr könnt gerne was dazu sagen. Gucken wir uns an, wie die nächste Schalker Niederlage zustande gekommen ist. Ritter alleine viel vergeben, ne? Schön. Hart, oder? Ja, die schlechteste Defensivleistung der Schalker in dieser Saison. Hoffenheim hatte noch deutlich mehr als 3x-Goals, die man hätte erzielen können. Alain Ritter, wir haben gerade drüber gesprochen. Ich frage einfach mal in die Runde, wer was sagen möchte, kann was sagen. Was ist los beim FC Schalke 04? Woran hapert es und wie geht's weiter? Ich glaube, es hapert überall. Ne? Also defensiv, das Spiel, Katastrophe. Leverkusen, auch Katastrophe. Das ist, wir haben Felsensprobleme, aber... das ist einfach keine Bundesliga-taugliche Innenverteidigung, muss man ganz ehrlich sagen, was sie da im Moment aufstellen. Allein die Chancen, die sie in Leverkusen zugelassen haben, wir haben es gesehen, das sind immer wieder derselbe Muster gewesen. Jetzt auch wahnsinnige individuelle Fehler, mal ist es der eine, mal der andere. Yoshida, wahnsinniges Tempodefizit, also das ist insgesamt gar nichts. Und offensiv kommt halt leider auch zu wenig. In Leverkusen war es gar nichts, jetzt gegen Hoffenheim waren sie ein bisschen bemühter. Hatten auch ein bisschen mehr Inspiration, hatte ich das Gefühl. Aber es reicht halt trotzdem nicht am Ende. Und dann brauchst du vielleicht noch jemanden an der Seitenlinie, der ein bisschen mehr Inspiration gibt und ein bisschen mehr Feuer ins Spiel bringt. Und das fehlt ihnen leider mit Frank Kramer auch ein Stück weit. Ob da ein neuer Trainer hilft, also die... Nein. Also, Schalke ist ein überragender Verein, ja, mit überragenden Fans. Das muss man so sagen. Ja, was denn nicht? Wer hat denn da so laut gelacht? Einmal outen, aufstehen? Ah, ja. Sind das Dortmunder? Bayern-Fans. Also Bayern-Fans. Was denn? Was bist du, denn für ein Fan hier? Neutral. Ja, was ist denn das? Neutral. Neutral. Er lacht als halt neutraler gern. Fan die Klappe aufmachen. Ja, genau. Super Sache. Also man muss sagen, da sehe ich irgendwo, sind denn Schalker da? Ja, so.
Mein Beileid, Jungs, stark bleiben. In guten wie in schlechten Zeiten. Also noch einmal, Schalke ist ein großer Verein, aber Schalke hat einfach auch nichts mehr in der Kasse. Das ist einfach so und ist mittlerweile gerade ein Verein, der einfach nur um den Klassenerhalt kämpft. Und was das angeht, ist man ja mehr oder weniger im Soll, sage ich mal. Ja? Es fehlt an Tempo, es fehlt an Qualität in der Defensive. Ich glaube, der Sturm... Terodde, super, ne? Aber er braucht natürlich auch mal Flanken und so weiter und so fort. Also ich verstehe die Kaderzusammenstellung teilweise nicht, aber vielleicht ging das auch nicht anders, weil nicht mehr Kohle da ist. Also ich leide mit Schalke mit, ich mache sie morgen bei Sky im Pokal in Hoffenheim, kommentiere ich, und ich habe schon bei der Vorbereitung ein paar Tränchen verdrückt. Ja. Wenn man sich auf so ein Spiel vorbereitet, du sagst, du hast ein paar Tränchen verdrückt, dann sag mir doch gerne, warum. Was waren die Punkte, die dich besonders bestürzt haben? Ja, weil ich mich gefragt habe, wie kann es denn mal sich ändern? Ne? Also jeder sagt jetzt, es liegt an Frank Kramer, aber jetzt mal ohne Spaß. Das kann nicht nur ein Trainer schuld sein. Also Frank Kramer, den kennt man wirklich, der kann vor allen Dingen auch gut mit jungen Kerlen. Das ist ein super Trainer, der hat vielleicht jetzt nicht dieses Weltformat, da steht kein Xabi Alonso und sowas. Ne? Aber... der ist jetzt nicht schlecht. Ja? Willst du wirklich nur einen neuen Trainer? Ist das so? Ist das das Einzige, was die Schalker wollen? Ich bin eigentlich Moderator, jetzt muss ich auch mal Partei ergreifen. Genau. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Zusammenspiel aus vielen Sachen. Also einerseits sagst du es richtig, die Qualität fehlt. Ich sage auch vor allem in der Verteidigung. Auch eine besondere Situation im Sommer gewesen. Du hast Itakura halten wollen, nicht halten können, weil zu dem Zeitpunkt das Geld noch nicht da war und man gleichzeitig die neue Maxime verfolgt hat, eben nicht mehr Geld auszugeben, was zu dem Zeitpunkt noch nicht da ist und eben einfach da das Risiko nicht eingehen zu wollen. Kann man vielleicht sogar im Nachhinein sagen, war gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Itakura, super Saisonstart bei Gladbach, jetzt verletzt. Könnte sich Schalke das leisten, dass so ein 5-Millionen-Mann dann direkt ausfällt? Gut, kann man nicht einkalkulieren. Zweiter Punkt, Malik Chau, nächster talentierter Innenverteidiger. Wenn du ein 10 Millionen Angebot bekommst aus dem Ausland, musst du ihn abgeben. Ich meine, was willst du auch am Ende des Tages mit einem Spieler im Verein, der Anfang 20 ist, dem du zwei Transferperioden hintereinander sagst, nee, bleib mal bei Schalke, AC Mailand, da lassen wir dich nicht hin. Weiß ich auch nicht, ob das so förderlich für die Kabine ist. Die Frage, die ich mir stelle, du hast jetzt Frank Kramer, möchte ich sagen, ein bisschen in Schutz genommen. Was ist denn die spielerische Lösung? Was ist denn der spielerische Ansatz? Weil so, wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Ich habe aktuell das Gefühl, als Fan, und ich glaube, da werden mir auch die Schalke-Fans, die hier in der Runde sitzen, zustimmen, dass man sich einfach nur schamlos anguckt, wie das ganze Ding jetzt runtergeht. Und vielleicht kann man sich irgendwie mit 8, 9 Pünktchen noch in die Winterpause retten, aber das kann ja nicht die Zukunftsaussicht sein. Ich meine, die spielen jetzt morgen im Pokal, du sagst, du hast eine Träne vergossen. Wenn man als Bundesligist so in ein Pokalspiel geht, dann ist ja schon Hoffnung mal verloren. Ja, sie haben ja auch gesagt, dass das Spiel im Prinzip egal ist. Ne? Also die fokussieren sich auf die Bundesliga. Ich habe heute auch gelesen, vielleicht nehmen die sich sogar die Zeit, um dann Nachfolger zu finden. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde da auch nicht schlau. Ne? Also es kann ja sein, auf einmal wird der Kramer entlassen, dann steht da jemand anders und wird noch schlechter. Was machen wir denn dann? Aber geht das überhaupt? Das geht nicht, aber gut. Aber Nadim, jetzt auch mal du als Spieler, da liegt ja auch viel im Argen. Das kann ja nicht nur der Coach sein. Ich kenne den Kramer gut noch aus Hoffenheim, ist wirklich ein guter Trainer, aber der Verein, ich habe einen riesen Respekt vor dem Verein, vor den Fans, alles, aber die tun mir wirklich leid, weil man sieht einfach finanziell, die waren oder sind am Boden, dann hat man halt gesehen, der Schröder, alle, die haben halt irgendwas zusammengeführt, was noch ging, dass sie einfach einen Kader zusammenbekommen für die Bundesliga, wo die denken halt, die können es halten, aber es liegt definitiv nicht am Trainer, denke ich, und man sieht auch bei uns jetzt, wo wir gegen Schalke gespielt haben, wir sind nicht in einer guten Phase, aber ich wusste schon morgens, dass wir hoch gewinnen werden. Und nein, wirklich nicht respektlos gegenüber Schalke, aber manchmal hat man einfach das Gefühl. Und gegen Schalke hatten wir alle das Gefühl, weil da fehlt es halt einfach, wie du gesagt hast, am Speed und an der Qualität. Und uns kannst du nur mit Speed wehtun. Mit den tiefen Bällen, mit der Qualität, halt, wo jeder braucht. Also ein bisschen zurückschießen hat man gesehen gegen Frankfurt, dass das wehtut. Ja, hat man ja, aber... Jetzt wird es heiß, jetzt geht's los. Schalke, alles in Ordnung. Alles gut. Der erste Schalker in der Saison, der kämpft. Ja. Weltklasse. Ich denke einfach, man muss im Winter zulegen mit 2, 3 oder 4 sehr guten Spielern oder Spieler, wo halt einfach
sich in der Bundesliga so beweisen können, weil sonst, glaube ich, geht es direkt wieder runter. Patrick, alles möchtest gesagt. Du was hinzufügen? Nein, ich finde das super schwer. Ich habe die Schalker schon dreimal live gesehen und war jedes Mal vom Neuen überrascht, was da so an Qualität kommt. Das ist so, das ist eigentlich viel schlimmer, das, was so ein Traditionsverein nach so einem Abstieg mitmacht. Das ist ja, jetzt in Köln sind wir ja gerade alle jetzt ziemlich am Hochleben, aber wären die vor 2 Jahren in Relegation abgestiegen, hätte das ein ähnliches Szenario sein können. Die steigen einmal ab aus der Bundesliga sichern und sind eigentlich völlig bankrott. Sie würfen einen Kader zusammen und haben eigentlich, finde ich, auch einen guten Trainer. Natürlich ist es immer der Trainer, der schuld ist zum Schluss, ist ja Fakt. Aber er kommt aus der RB-Schule und was ist die RB-Schule? Ist eigentlich alles gegen den Ball. So, und für den Fußballer ist das Einfachste eigentlich, gegen den Ball zu spielen. Das heißt, eigentlich macht er schon die einfachen Sachen mit Schalke. Jetzt fehlt die Qualität, dass selbst das Einfache scheiße aussieht. Das heißt, das könnte ich sagen, es ist ja einfach so. So, jetzt kann ich sagen natürlich, jetzt kommt ein neuer Trainer, der hat eine Idee mit Ball. Das ist halt gar nicht möglich. Wir sind alle abhängig von der Qualität der Spieler und die versuchen alle, das kannst du nicht mal vorwerfen, die machen und tun. Aber es geht einfach nicht mehr. Und deshalb stehen sie da, wo sie sind und sie gehen wahrscheinlich nach der Saison wieder runter. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, ob er ein guter oder schlechter Trainer ist. Ich glaube, das ist ein super Trainer, zum Beispiel für Nachwuchs. Der hat ja beim DFB, bei den Junioren super Arbeit geleistet. War danach in Salzburg auch in der Akademie und hat das super gemacht. Also das ist gar nicht die fachliche Qualität, die ihm da fehlt. Aber ich glaube, er ist der falsche Trainer für Schalke 04. Weil man hat gesehen, der Aufstieg, ja, dieses 3-2 gegen St. Pauli. Was war da für eine krasse Emotion im Stadion, in der Stadt, im ganzen Umfeld? Und was ist jetzt davon noch übrig? Gar nichts mehr. Die komplette Emotion, von der Schalke ja ein Stück weit lebt auch, ist raus aus dem Verein gerade. Und er ist halt nicht der Typ, der die wieder zurückholt oder der die anfeuern kann, sondern er ist der sachliche Typ, ein freundlicher, eine Außendarstellung halt, ja schon halt so ein Jugendtrainer, ein Sporttrainer, ne, sowas ein bisschen. Und dann keiner, der jetzt irgendwie sich vor die Tribüne stellt und mal nach einer Ecke irgendwie die Arme hochreißt oder so. Und ich glaube, so ein Typ fehlt Schalke ein Stück weit. Gerade Köln als Beispiel, ich finde, dass das, was Köln hat, keine bessere Mannschaft als Schalke, großartig, finde ich. Aber die haben einen Trainer, der emotionalisiert und der halt einen klaren Plan hat. Und das ist der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die dann plötzlich auf Platz 7 oder 8 sich sogar für den Europapokal qualifiziert und einer, die vielleicht am Ende dann wieder absteigt. Also würdest du es doch ein bisschen am Trainer festmachen? Ja. Aus den Gründen, die du genannt hast? Ja, weil er dagegen finde, er passt nicht zu Schalke, finde ich. Er ist ein guter Trainer, aber er passt nicht zu Schalke. Ja, aber wer dann? Wer wird es dann? Der Desko. Ja? Tedesco können sie sich, ich weiß nicht, ob sie ihn leisten können. Ne? Das ist wieder bei der Finanziellfrage, du hast gerade gesagt, 4, 5 gute Spieler in der Winterpause. Ich glaub, muss er erst mal bezahlen können. Ja, aber ich glaube, das ist der einzigste Trainer, der da den Verein wieder vielleicht retten kann und in der Bundesliga halten kann, weil er auch einfach diese emotionale Bindung schon zu Schalke hat und auch ein geiler Trainer ist. Peter Stöger vielleicht. Dortmunder Vergangenheit. Ich meine, Thomas Reis war ja sofort irgendwie der naheliegende Impuls. Wäre natürlich von der Art her, vom Impulsiven, vielleicht der richtige Mann. Allerdings wird Bochum, da kam er halt her, so, ne? Da hat er eine Verbundenheit gehabt, das fehlt zu Schalke, trotz der gemeinsamen Pott-Vergangenheit so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der einer wäre. Jetzt haben wir viel über die jetzige Situation gesprochen. Wir haben Baustellen festgestellt im Kader, aber auch vielleicht auf der Trainerbank. Was hätte vielleicht Rufen Schröder auch im Sommer anders machen können, müssen? Ich finde, auf dem Papier hat er einen guten Job gemacht. Und es hat aber bei weitem nicht alles funktioniert. Ne? Die Möglichkeiten sind einfach limitiert. Ich meine, guckt ja an, was sie geholt haben. Sie haben Spieler geholt auf Leihbasis, ablösefrei, nochmal nachgekauft, welche, die vielleicht dann, wie Karaman zum Beispiel, am Ende der Transferperiode sich plötzlich angeboten haben. Ne? Also solche Sachen, der hat einfach wenig Möglichkeiten gehabt. Letztes Jahr hat viel von dem funktioniert, was er gemacht hat. Dieses Jahr bisher einfach zu wenig. Kral bisher noch nicht so viel. Moyer jetzt zum ersten Mal einigermaßen einen vernünftigen Auftritt gehabt, vorher auch nicht viel gespielt. Nachhinein ist es schwierig. Ich finde, im Sommer haben ihn alle gefeiert, ne? Wie er irgendwie die Leute ranholt. Jetzt funktioniert es nicht, das ist der Buhmann, ist mir ein bisschen zu einfach. Aber klar, am Ende ist es seine Verantwortung, wenn es nicht funktioniert. Ich habe alles gesagt zu Schalke. Rufen Schröder ist, glaube ich, ein Top-Manager. Also der wäre damals, glaube ich, auch gerne zu Borussia Mönchengladbach gegangen, zum Beispiel zu Max Eberl, wenn sich das ergeben hätte. Ich glaube, da kann man froh sein, dass Schalke so ein Typ bei sich hat, der auch wirklich ein Typ ist. Er ist halt auch einer, der steht sehr lange
zu einem Coach. Das ist mal super, man muss ja nicht immer gleich hire and fire. Manchmal, wenn man so an Mainz denkt, da mussten sie, glaube ich, erstmal ihn entlassen, damit sie den Trainer entlassen können. Damals ist es dann auch des Guten zu viel. Aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch auch Ruven Schröder irgendwie zur Disposition stellen, weil dann wären wir echt wahnsinnig. Also, ich meine, er hat Frank Kramer maßgeblich geholt, ne? Das muss man dazu sagen. Das heißt, wenn er ihn entlässt, ist es ein Stück weit auch ein Eingeständnis. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber er muss ja im Prinzip jetzt auch nur das ausbaden, was in den Jahren davor passiert ist, ne? Du weißt es besser, was da alles an Geld rausgeschmissen wurde. Die hätten ja wahrscheinlich für Patrick Helmes 100 Millionen Ablöse gezahlt damals. Ja. Aber auch zu Recht. Aber du kennst den Verein noch aus Spielen. Bitte? Du kennst den Verein ja auch aus deinen Spielen damals gegen Schalke. Was würdest du den Verantwortlichen raten? Du hast gesagt, du warst Trainer in Aachen, hast du auch einen Stint gehabt. Ich finde das ja total schwer. Das ist ja, diese Traditionsvereine, die leben halt von dieser Vergangenheit, von diesen Fangruppierungen, die ja wirklich was Besonderes daraus machen. Ist es vielleicht auch ein Nachteil? Es ist auf jeden Fall ein Nachteil, weil du in der Realität dann oft nicht ankommst. Das habe ich in Aachen erlebt. Du kommst ins Stadion, da hängen die Bilder von dem legendären 4-2 gegen Bayern, gefühlt 100 Jahre her. Und das ist halt der Maßstab für die Menschen. Ne? Und dann heißt es, ja, wir die Alemannia oder wir Schalke 04, wir stehen für Kämpfen, Kratzen, Beißen. Und dann machst du das und nach 6 Wochen heißt es dann, naja, jetzt soll man Fußball spielen. Und nach 12 Wochen heißt es dann, wir müssen zurück zu den alten Wurzeln und das dreht sich permanent im Kreis. Du findest gar keine Linie und gar keine Ruhe. Deshalb können wir jetzt nicht sagen, zum Beispiel Ruven Schröder ist kein Thema. Er hat die Spieler geholt und dann müssen schon beide mit in dem Boot drin sitzen. Ich glaube, es war nicht mehr möglich. Vom Papier war das sehr clever durchdacht, hat nicht funktioniert. Jetzt musst du halt eben nachjustieren im Winter. So ist es halt dann im Fußball. Aber diese Parallelen zu den ganzen Traditionsvereinen ist natürlich geil. Auch in Köln, das war früher als Spieler mal so, die schönste Stimmung ist Köln immer vor dem Spiel. Das war früher mal so, als gegnerische Mannschaft, wenn du hingefahren bist, wusstest du, boah, die Hymne und Hamm am Hamm. Und wenn du mit Leverkusen hingefahren bist, hast du im Normalfall gewonnen, bist nach Hause gefahren. Und das war einfach so das Besondere immer. Aber die zehren halt davon. Das macht es ja auch so besonders, auch hier in Köln. Das ist geil, aber nur dieses immer kratzen, beißen, kämpfen geht nicht. Es ist, das Mittelmaß zu finden, ist in dem Verein überhaupt nicht möglich eigentlich. Findest du nicht? Wir haben jetzt gerade über Neuverpflichtungen gesprochen. Mollet und Karl, du hast sie angesprochen. Beide jetzt unter Frank Kramer noch nicht wirklich eine Rolle gespielt. Jetzt im letzten Spiel gegen Hoffenheim hat man dann leichte Ansätze gesehen. Gibt es da noch Resthoffnung für Schalke? Ja, klar, auf jeden Fall. So viel haben sie ja nicht gespielt, dass man die Resthoffnung verlieren könnte. Ne? Die sind, glaube ich, auf dem Papier. Wir haben es ja gerade schon mehrfach gesagt, gute Spieler. Die müssen halt aber irgendwie auch in ein System eingebettet sein, was funktioniert. Beim Abwehrspieler weniger als beim Offensivspieler wie Mouillet. Ich finde, der hat gezeigt, dass er Fußball spielen kann. Er war torgefährlich. Das müssen wir mehr erwarten. Aber er braucht halt auch ein bisschen Unterstützung. Da kannst du dich alleine reißen. Du musst halt irgendwie auch... der kriegt ja Nackenschmerzen, wenn die so spielen wie in Leverkusen, weil er dauernd nur die Bälle über sich rüberfliegen sieht. Und wenn das dauernd passiert, dann brauchst du den auch nicht aufzustellen, weil dann kann er nichts damit anfangen. Der braucht die Bälle flach und der muss sie verarbeiten können, der muss irgendwie selber Torgefahr haben und der muss die Stürmer einsetzen können. Und das funktioniert halt nicht, wenn alle Bälle über ihn rüberfliegen. Du sprichst gerade nochmal das Leverkusen-Spiel an, du hast es ja auch verfolgt. Hat mich nachhaltig traumatisiert, muss ich ehrlich sagen, auf Schalke, weil das war so schlecht. Wollte ich gerade fragen. Also das war ja, ich weiß nicht, ob ich jemals so einen destruktiven Fußball gesehen habe. Aber jetzt mal zum Hoffenheim-Spiel nochmal, so schlecht war das von Schalke nicht. Ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben. Ja? Also das Spiel war nicht so blind. Defensiv war es halt furchtbar offensiv. Ja, okay. Aber ist das genau der Punkt, den man Frank Kramer vorwerfen kann? Wenn du dann die Jungs wie Mollet und Karl das erste Mal ranlässt und dann das 10. Spiel brauchst, um zu sehen, ach, die können ja doch Fußball spielen? Das Problem ist an der Sache, dieses Momentum. Wenn du jetzt siehst, nach dem 1-0, sie schießen an den Pfosten, Terror, die köpft den Ball eigentlich fast in den Winkel im Gegensatz zu 2-0. Und das sind halt die Momente, die genau, wenn du unten stehst, kommt das dann immer so zusammen. Das heißt, dieses Spiel gegen Hoffenheim, das wird so deutlich erzählt, wie es nicht war. Sondern das Ding kann auch 2-2 ausgehen oder 3-3. So ist das nicht. Natürlich hat Hoffenheim zum Schluss noch 3-0 noch 2-3 Chancen. Aber von einem reinen Spiel zu sehen her, war das schon 60-40. Also ganz so blind war das zum Ergebnis halt eben nicht. Von daher hat er auch die Chance bekommen, jetzt nochmal morgen und vielleicht in der Liga, um diesen Trend halt zu zeigen. Also ich glaube, dass die Mannschaft halt nicht besonders stark ist, aber sie ist trotzdem in der Lage, mal 15 oder 14 zu werden. Und das ist das einzige Ziel von Schalke eigentlich. Von daher klang das eben lustig von dir, aber sie liegen tatsächlich noch mittendrin. Es ist noch nichts passiert. Es ist einfach so. Also man muss wissen bei Schalke, es geht auch nur um Platz 15. Genau. Das ist hoffentlich klar. Ne? Und da wirklich ist ja noch alles drin. Also es ist. Aber das dem Fans zu verdeutlichen, dass er das versteht,
Das ist das Schwierige. Weil wobei, da muss ich sagen, ich glaube, das ist sehr deutlich. Die meisten gekommen. Verstehen es ja. mittlerweile, aber viele wollen trotzdem mehr. Das ist ja bei jedem Sportler. Jeder will das Höchste erreichen, was geht. Und das Höchste ist bei Schalke einfach Platz 15 aktuell. Ich glaub, vielleicht auch in Werder Bremen, wenn man da die Parallele sieht. Ich meine, Schalke ist Erster geworden in der zweiten Liga. Genau. Und auf einmal kommt der Verein, der mit dir zusammen aufgestiegen ist, da in die Bundesliga mit so viel Schwung. Vielleicht auch das ein Grund? Klar, Bremen ist wieder ein anderes Beispiel. Die haben auf einmal zwei Spitzen, die zusammen schon 10 Tore haben. Mhm. So, der Terror, der hat auch schon, glaube ich, 2 oder 3. Hätte ein Sturmkollegen, der auch noch 3, 4 hätte, hättest du 4, 5 Punkte mehr. Und alles wäre in Ordnung. Aber das ist halt manchmal dieses Momentum, wie ich halt sage, Füllkrug. Na, jetzt ist das Thema für die Nationalmannschaft aktuell. Der war vom halben Jahr, war der Mause tot. Und lass uns das kurz einwerfen. Bitte? Füllkrug, Nationalmannschaft, ja oder nein? Bitte? Füllkrug, Nationalmannschaft, ja oder nein? Lass uns das kurz einwerfen. Also zu meiner Zeit war es halt immer so, ich war ja auch 4,5 Jahre dabei. Für mich war immer klar, wenn ich dahin fahre, bin ich der Beste. Und wenn das Leistungsprinzip in Deutschland noch zählt, dann gehört der aktuell einfach da rein. Punkt. Patrick, du wolltest gerade noch was zu Schalke sagen, du wolltest einhaken. Hier ging es doch ein bisschen um die Erwartungshaltung. Ne? Du hast die Fans angesprochen, ich glaube eher wie du, dass die Fans bei Schalke schon ganz genau wissen, was sie aktuell erwarten können, was nicht. Das merkt man auch an den Reaktionen bei den Spielen, finde ich, die gar nicht so drastisch ausfallen, wie sie vielleicht das Spiel verdient hätte. Ich glaube eher, dass die von außen betrachtet, ist Schalke halt immer noch viel größer, als sie eigentlich gerade sind. Das ist so ein Scheinriese. Ne? Wenn man aus München oder Berlin drauf guckt, denkt man, boah, Schalke, ey, Champions League, Pokalsieger, wahnsinnige Spieler, Hüntelaar, Raoul und so. Aber da laufen halt nicht mehr Hüntelaar und Raoul rum, sondern Polter und Bülter. Ja, gar nichts gegen die gemein, so, aber das ist halt eine ganz andere Klasse inzwischen. In Leverkusen saßen vor mir zwei Schalke-Fans, der eine hat ein Hüntelaar-Trikot an, der andere ein Polter. Und ich dachte so, Gott, ey, was ist aus diesem Verein geworden? So, was, dieser Absturz so in diesen beiden Trikots. Wirklich no offense gegen Polter, aber da sieht man halt. Da sieht jetzt man muss halt man dazu sagen, Polter letzte Saison, 10 Bundesliga-Tore, so verkehrt war es nicht, bis jetzt ist er noch nicht angekommen. Wie gesagt, losgelöst von Polter, ich will ihm gar nichts persönlich so, aber da sieht man halt einfach, welchen krassen Abschluss dieser Verein genommen hat. Und das ist, glaube ich, noch nicht bei allen in Deutschland angekommen. Auf Schalke noch eher, in Deutschland glaube ich noch nicht. Und deswegen denkt man immer sofort, okay, Schalke, die gehen dann wieder hoch in Europa League oder was. Nee, so schnell geht's nicht. Aber wenn wir vom Profil reden, müsste Polter nach Schalke eigentlich passen, ist auch ein Arbeiter. Ja, ja, dafür bräuchte er erstmal Flanken, glaube ich, und nur lange Bälle. Und ist vielleicht auch nicht so der gegen den Ball defensiv, ich weiß es nicht. Aber eigentlich sollte er passen, denn Bochum hat ja seine Tore ja auch gemacht. Ne? Dann lass uns das Thema Schalke zumachen mit der üblichen Frage, wo geht es am Ende hin für Schalke 04 am Ende der Saison? Bleiben die drin, ja, nein? Ich wünsche es auf jeden Fall dir und dem FC Schalke 04. Dankeschön. Aber realistischer Platz, was würdest du sagen? Ich glaube, es wird die Relegation. Hm. Ja. Nadim? Ich hoffe auch, dass Schalke drin bleibt, aber Stand jetzt, glaube ich, dass sie absteigen. Das wird mit Hertha und Augsburg, glaube ich, so ein Ding um die Relegation. Also spannend wird's. Das ist ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Ich befürchte aber, nächstes Jahr nicht mehr ist. Wir machen eine kurze Werbepause. Das Thema Schalke und Bayern 04 Leverkusen ist zu. Wir werden noch über weitere Themen aus der Fußball-Bundesliga sprechen. Wir werden nämlich tabellarisch ein bisschen weiter nach oben gehen. Wir sprechen unter anderem über Union Berlin, Borussia Dortmund, Bayern München und den SC Freiburg. Wir sind zurück bei El Broski, eurer Fußball-Talkshow. Wir haben schon ein bisschen über Bayern 04 Leverkusen und den FC Schalke 04 gesprochen. Als nächstes wollen wir in der Tabelle ein Stück weiter nach oben gehen. Und zwar schauen wir uns den Tabellenführer an. Und zwar Union Berlin gegen Borussia Dortmund gab es ein 2:0. Und wir wollen doch hier mal ein bisschen mit den Spielszenen reinstarten. Wir haben die Highlights für euch. Ja, Union Berlin, es gibt einen Applaus. 4 Punkte Vorsprung vor den Bayern aktuell. Tabellenführer, verdient. Ja, also ich möchte jetzt auch unbedingt nicht erstmal darüber sprechen, warum der BVB verloren hat, sondern wir müssen darüber reden, warum Union gewonnen hat. Weil das haben die richtig gut gemacht, zu Hause wirklich auch mit diesem geilen Stadion. Ich hoffe, ihr wart alle schon mal in der alten Försterei, was da los ist. Dieses Team, wir haben ja vorhin auch schon mal ein bisschen gesprochen, da werden dann irgendwelche No-Names teilweise oder Gescheiterten, sage ich mal, selbst bei Fortuna Düsseldorf Gescheiterte, irgendwie verpflichtet. Naja, selbst. Und es wächst etwas zusammen. Natürlich, das ist eine Handschrift zu
sehen. Urs Fischer wird, glaube ich, über kurz oder lang auch irgendwann mal einen größeren Verein trainieren. Der Kollege Runert, übrigens eigentlich Schalker, aber scheinbar nicht gebraucht dort, findet immer geile Spieler in der Transferperiode. Und das ist so ein sukzessiver Erfolg. Ne? Dann mal Conference League, Europa League, vielleicht jetzt die Champions League und wer weiß, irgendwann mal der Meistertitel. Ja, why not? Ne? Wir haben dazu tatsächlich eine ganz interessante Twitter-Frage, die hier eingeblendet wird. Kameramann steht leider vor. Ja, der duckt sich sehr gut. Und zwar, glaubt ihr, Union kann die Sensation wahrmachen und Meister werden? Frage ich einfach mal in die Runde. Ja, das muss der Nadim beantworten. Der ist also Bayer Leverkusen wird er wahrscheinlich nicht mehr Meister, deshalb... Viel zu kurz, ne? Wie es immer heißt. Nein, von mir aus dürft ihr Meister werden, ist alles in Ordnung. Ich würde es dir und dem Verein sehr gönnen. Als Schalker machen. Sollte man nicht so laut sein, ne? Wie bitte? Als Schalker sollte man da nicht so laut sein, wahrscheinlich, was das Thema angeht. Ja, man muss sich mit Galgenhumor ein bisschen über Wasser halten. Deshalb, ich lache über alles, worüber ich noch kann. Ich versuch's zumindest. Es wär geil, wenn mal jemand anders Meister wird, aber ich denke auf lange Sicht, dass es Bayern wieder machen wird. Ja, er hat recht. Hat man ja wieder gestern gesehen, wenn die gefühlt, wenn man die sauer macht oder herausfordert, dann kriegt man sofort auf den Sack und hat man ja gestern im Topspiel ja gesehen, dass man 5-0 dann wieder auf den Sack bekommt. Lass uns gerne noch bei Union bleiben. Nein, wir gehen gleich zu den Bayern, wir haben noch genug Zeit, um über die Bayern zu reden. Aber wie kommt dieser Erfolg zustande? Du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen gesagt. Ja, also jede Transferperiode wird super genutzt. Also es kommt ja auch nicht immer jeder durch. Aber ich sag mal so, die meisten schaffen es. Und dann redet man nicht über die 2, 3, wo es nicht klappt. Ein absolutes Konzept, also von oben, wo wir gerade auch schon mal andere Beispiele hatten. Also es ist klar, wie will Union spielen. Die Spieler holt man sich dann ran auch dafür und jeder geht diesen Weg mit und da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und dann sieht man, muss man nicht die besten, qualitativ hochwertigsten Spieler haben, sondern da macht es dann einfach die Summe, die Gruppe. Wenn jeder weiß, wie der andere zu funktionieren hat, wenn es die 2, 3 Leute gibt, die den Ton angeben und am Ende sogar noch 2, 3, die wissen, wo die Kiste steht, dann bist du wie Union Berlin oben mit dabei. Wir sehen jetzt hier auch die Tabelle, schaust dir an, nur 6 Gegentore kassiert. Das spricht ja auch für sich. 23 Punkte, also ich sag mal so, absteigen werden sie nicht mehr die Saison. Und ich glaube wirklich, die gehen in die Champions League. Ich würde es denen wünschen. Das ist mit Abstand das ekligste Team in der Bundesliga, wenn man gegen die spielt. Weil die, gestern wieder gesehen, die stehen richtig kompakt hinten, die haben Kopfballstärke, das heißt, du kannst mit hohen Bällen nichts machen, du kannst sie nicht richtig durchkombinieren und die wissen genau, wann sie faulen müssen und wo sie faulen müssen. Mhm. Gestern gegen Dortmund in der Schlussphase, die haben immer wieder das Tempo rausgenommen, weil sie so im Mittelfeld, ganz belanglose kleine Fouls, mal hier gezogen, mal hier eine Grätsche, nichts, wo man gelb gibt, aber immer genau im richtigen Moment gesetzt und gegen die ist es so schwierig, dann sind die noch so unfassbar effizient vorne, machen aus nichts die Tore, sind bei Standards gefährlich, das ist eine ganz, ganz heiße Mischung und gegen die spielt gar keiner gerne. Habt ihr schon gespielt diese Saison? Ich glaube noch nicht, ne? Die Saison noch nicht. Ja, aber du kennst das bald. Wahrscheinlich, gegen die, es macht keinen Spaß. Du gehst nicht hin und sagst, boah, cool, jetzt freue ich mich auf 90 Minuten Fußball, sondern du weißt genau, das wird blaue Schienbeine geben. Und man freut sich auf die Stimmung da an der alten Försterei und natürlich gegen Union, gegen jeden Gegner, das Bundesligaspiel sind immer geil, aber gegen Union ist halt schon einfach sehr, sehr ekelhaft und vor allem, man muss mal einfach rausholen, wie die bei Standards, wie stark die da sind. Das ist ganz obere Liga. Ja. Wenn ein Verein wie Dortmund da hinkommt und sich quasi taktisch darauf einstellt, auf Union Berlin, dass sie mit 3 Innenverteidigern spielen, die alle über 1,90 sind, dass sie irgendwie Körperlichkeit ins Mittelfeld bringen, das ist genau deswegen. Das ist eine Reaktion darauf. Und dass ein Verein wie Dortmund auf Union Berlin reagiert, ist ein Riesenkompliment. Es ist ja Union Berlin auch vor allem, was die X-Goals angeht, so ein bisschen, also sind schon die Overperformer der Bundesliga. Glaubst du, da hat auch Glück eine gewisse Komponente oder ist es wirklich hart erarbeitet und Union kann den Schnitt auch ungefähr so halten? Wir hatten immer das Thema Kopf, ne? Wenn du im Kopf klar bist, wenn du irgendwie einen Lauf hast, dann machst du halt auch mal ein Ding rein, was du vielleicht sonst nicht heranmachst. Und ich glaube, das spielt denen gerade ganz schön in die Karten. Läufst vielleicht auch mal einen Sprint mehr? Vielleicht. 12 Kilometer mehr als Borussia Dortmund. Ja, wobei bei 24% Ballbesitz ist klar, dass die mehr laufen müssen, weil sie hinterherlaufen. Das ist Teil des Konzepts. Aber ja, war schon ein krasser Unterschied. Was glaubt ihr, wo geht's hin mit Union Berlin am Ende der Saison? Du hast gesagt, Champions League wahrscheinlich. Traut ihr es ihnen wirklich zu? Ja, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Also da sieht man einfach, was die Spieler können. So, und dann nutzt man die Talente der Spieler und hat ein Konzept zusammen mit Urs Fischer und seinem Team, was einfach passt. Und 18 Tore schießen und daraus 23 Punkte machen, das ist Qualität. Fertig aus. Das ist natürlich hier und da auch mal Glück, selbstverständlich, das gehört dazu.
Aber ich glaube, die können wirklich unter die Top 4, weil das ist nicht einfach mal so jetzt eine Überraschung. Ach, guck mal hier, Union Berlin, hätte man nicht mit gerechnet, sondern das ist sukzessive von Saison zu Saison. Und wenn die so bleiben, dann ist da sogar viel mehr drin. Und das, obwohl Topspieler den Verein verlassen, Friedrich, Kruse. Man hat das Gefühl, die finden irgendwie immer so ein neues Ersatzteil. Ja, die haben scheinbar einen guten Manager. Ne? Oder Berlin reizt ja auch. Ne? Union immer attraktiver. Wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Verein suchen würdest, theoretisch, dann hättest du vor 3 bis 5 Jahren wahrscheinlich nicht an Union Berlin gedacht. Aber jetzt könnte das doch schon ganz attraktiv sein, oder? Ja, dazu sage ich nichts, aber vorher schließe ich mich an, weil man sieht einfach jedes Jahr, die werden einfach immer besser und immer besser und ich glaube auch unter die Top 4 kommen die. Wir haben noch eine Twitter-Frage zum Union Berlin-Thema, die wir einmal einspielen. Ja, Kameramann wieder. Der steht leider immer genau davor. Union Berlin hat die beste Defensive der Liga in der frühen Spielzeit und auch zu Null gegen Dortmund. Was glaubt ihr, sorgt für die defensive Kompaktheit in Berlin? Patrick? Boah, ich glaube echt, dass es in dem Verein die Kommunikation ist. Ja? Also ich glaube, der große Schlüssel dieses Vereines ist die Kaderplanung. Also wenn ich überlege, welche Spieler sie holen, ob jetzt ein Michel aus Paderborn oder ein Knoche aus Wolfsburg, die würdest du normalerweise nicht holen. Aber wenn man die einzelnen Spieler so ein bisschen betrachtet, dann haben die alle wirklich Charakter. Und das ist nicht der talentierteste und nicht der beste Fußballer, sondern da wird wirklich ein Haufen zusammengestellt und ich spiele mit einer Dreierkette. Dreierkette ist im Fußball so einfach gesagt, aus 3 wird 5, das ist einfach. Aber eigentlich ist die Dreierkette total schwer, weil du so viele Zwischenstände zwischen Mannschaftsteilen hast und Spieler, wo du so viel reden musst und wie sie verteidigen. Und das ist ja auch so alles, der Fußball hat letzten Jahre so ein bisschen an Kredit verloren. Das ist ja alles so eine Romantikgeschichte mit Union. Wir alle gönnen das ja dem Verein, wie geil die Försterei ist, wie geil die arbeiten dort, wie die von Erfolg zu Erfolg gehen. Und jeder wünscht ihnen auch die Champions League, selbst einen deutschen Meister würde ihnen jeder wünschen. Ich auch. Aber das wird auf sich leider nicht funktionieren gegen die Bayern. Aber trotzdem schwimmen sie mit da oben und sie gehören mittlerweile echt aktuell in die Top 4. Und das ist einfach echt geil zu sehen. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Spielerauswahl, also wie sie das machen, also das würde ich gerne können. Weil dann würde ich auch nicht mehr rausfliegen irgendwo. Aber das ist halt die große Kunst, ja? Es gibt ja Vereine, da kommen Spieler hin und da weiß man vorher, der wird danach schlechter. Schalke. Ja. Ja. Zumindest häufig. Lass ich mal so stehen. Union ist ein Verein, da kommt ein Spieler hin und wird besser. Also wenn ich mir sehe, was Rani Khedira zum Beispiel, was der für eine wahnsinnige Rolle bei Union spielt, wie der das Mittelfeld da quasi selber ausbalanciert, hatte ich vorher nie auf dem Schirm. Es gibt andere Beispiele, viele andere Beispiele. Nico Gieselmann, wir hatten es eben gesagt, da habe ich nicht mal als Zweitligaspieler gesehen. Jetzt ist der da plötzlich der beste Eckenreingeber der Liga gefühlt. So, ja? Also das kann ich jetzt wahrscheinlich 5 bis 10 Spieler nennen, wo man vorher dachte, boah, echt der Union? Wirklich? Und plötzlich sind das gute, überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Robert Andrich, den Sprung ja auch von Union Berlin dann zu Leverkusen. Ja. Also wirklich, da gibt's in den letzten Jahren gibt es wirklich so viele verschiedene Beispiele. Und das ist beeindruckend, dass ein Verein Spieler wirklich besser macht, dass die besser sind als die einzelnen Elemente. Ja, wir ziehen alle unseren Hut vor Union Berlin. Wir müssen aber auch ein bisschen über Borussia Dortmund reden. Aktuell nur Tabellenplatz 8, ein negatives Torverhältnis in Berlin wieder Lehrgeld bezahlt. Wie schätzt du da die aktuelle sportliche Situation ein? Ich bin überrascht. Also ich habe es mir anders vorgestellt. Ich glaube, der BVB auch. Die Qualität ist da. Man hat gedacht mit Edin Terzic, ein Trainer, der super funktioniert beim BVB, immerhin Pokalsieger geworden. Jeder hat danach gelächzt. Rose hat man weggeschickt. Der hatte, glaube ich, zum Zeitpunkt aktuell 8 Punkte mehr. Wo hakt es? Das ist eine sehr gute Frage. Und die allererste Frage in meinem ganzen Leben, die ich nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, woran das hapert. Du hast Sebastian Aller, der hoffentlich bald wieder gesund wird, als Zielspieler gekauft vorne. Der macht dir auch 15 bis 18 Tore. Aber wenn dann vorne Modest steht oder Moukoko, das ist ja jetzt nicht irgendwie Ramschware, sage ich mal. Das ist ja auch hohes Niveau. Es ist unausgeglichen. Es gefällt mir zum Beispiel auch nicht. Vorhin haben wir so Social-Media-Fragen gemacht, habe ich Mats Hummels noch in meinen WM-Kader mit reingenommen. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass der nach dem Interview vorher erstmal auf die Interviewwand schlägt, wo er weiß, dass jeder zuguckt. Also ich habe da das Gefühl, irgendwie in der Kabine vielleicht auch wieder so eine Thematik, die du vorhin angesprochen hast. Irgendwas funktioniert da nicht. Irgendwie wird da nicht vollumfänglich miteinander gesprochen. Es hapert irgendwo in einer Phase oder in einem Segment, das ich nicht bewerten kann. Nadim, habt ihr schon gegen Dortmund direkt am Anfang gespielt? Wie hast du das Spiel damals wahrgenommen? Wir haben auch gerade darüber gesprochen. Leverkusen ist eigentlich besser gewesen im Spiel.
Ja, das Gefühl hatten wir auch auf dem Platz. Also wir hätten auf jeden Fall, sag ich mal, einen Punkt da verdient gehabt. Und ja, aber ich wusste schon vor der Saison, weil jeder hat von den ganzen Neuzugängen bei BVB gesprochen und gesagt, ja, jetzt können die Bayern besiegen oder Erster werden. Aber man wusste schon von vornherein, glaube ich, dass es nicht so funktionieren wird, weil du auch mit Haaland einfach einen wahnsinnigen Spieler verloren hast. Und man sieht einfach, sie können es nicht kompensieren. Und ja, für mich ist BVB, die reden viel zu groß, aber dafür haben die jetzt nicht mehr den Kader, um da oben anzukratzen. Habt ihr mehr Qualität? Gleiche. Das ist eine sehr moderate Aussage. Aber die nehme ich. Patrick, Borussia Dortmund, wo hakt es, wo sehen wir sie am Ende der Saison und wie geht es jetzt auch aktuell weiter? Vielleicht auch schon der erste Grund, Terzic anzuzählen? Ich glaube, das ist so diese ganze Entwicklung in dem Verein so ein bisschen. Deswegen fing er vor 2 Jahren an, als Favre raus ist, wo sie alle nach einem neuen Trainer gelächzt haben. Da haben sie Terzic bekommen. Der hat dieselbe Mannschaft eigentlich 3 Monate nicht in den Griff bekommen. Hat er nicht. Dieselbe Problematik ging wochenlang weiter. Die letzten Wochen gewinnt er dann Spiele, wird Pokalsieger. Und mit dem ist er dann ganz oben aufgestiegen bei den Fans, weil er ein Dortmunder Junge ist. Und das sind immer diese Romantikgeschichten im Fußball. Hey, der kommt aus Dortmund, der ist unser Trainer. So, dann kommt Rose und du installierst einen Terzic in einer Position, wo er eigentlich nur am Lauern ist. Um auf Deutsch gesagt, es ist einfach so. Das heißt, du weißt dann als Watzke oder wie du heißt, hey, das ist eigentlich mein Trainer. Und dann fehlen dir diese 1-2% Überzeugung bei dem eigentlichen Trainer, siehe Rose, der absolut kein schlechter Trainer ist. Und dann denkst du, irgendwann kommt eh der Punkt, wo wieder der Nächste übernimmt. Und ich glaube, das haben alle ein Stück weit unterschätzt, weil die Mannschaft ist definitiv gut, aber sie ist bei Weitem nicht der FC Bayern, weil das, was die Bayern haben, ist dieses Gewinnergehen, dieses ich gewinne jedes Wochenende. Und in einem Bundesliga-Kader hast du nicht viele Spieler davon, die sagen, heute gewinnen wir. Sondern du gehst eigentlich vorm Spiel rein, als Bayer Leverkusen oder Borussia, denkst du, heute kann ich die Bayern mal schlagen oder heute können wir mal bei Union Berlin, sondern die Bayern fahren hin und gewinnen eigentlich einfach dort. Und wenn schlecht, dann holen sie einen Punkt. Und das hat man, Bayern hat 15 Spieler im Kader und das hat in Leverkusen oder in Dortmund eben nur 5 Spieler. Und das reicht dann nicht, das ist quasi aufgezüchtet, dieses Gehen. Und deshalb glaube ich einfach, auch wenn wir über Bellingham reden, ich finde den Jungen so geil, aber der ist halt kein klassischer Sechser, sondern was macht der? Der rennt von vorne nach hinten überall her. Das heißt aber, ein klassischer Sechser hat Positionstreue. Und wenn ich Borussia Dortmund bei so einem wilden Spiel nicht die Position halte, verliere ich halt und bekomme super viele Gegentore. Genau das passiert. Deshalb, ich glaube einfach, so wie er sagt, die denken ein bisschen höher als in Wahrheit sind. Das ist einfach eine Entwicklung, die gehen müssen. Und sie haben wieder Haaland verloren, der mit Sicherheit wieder 30 Tore geschossen hätte. Dann wäre es interessant gewesen, wenn sie den noch gehalten hätten. Weil ich glaube, Moukoko ist gut, aber noch nicht so weit wie in Haaland. Dementsprechend, der Kader ist gut, aber es ist total viele Baustellen dort. Und auch das mit Terzic ist jetzt nicht so rund, wie sie alle erhofft haben, muss man einfach sagen. Würdet ihr da vielleicht auch ein bisschen die Transferpolitik kritisieren? Ich meine, bei Dortmund ist es ja ein gängiges Modell, dass man eben junge Spieler früh holt, die dann teuer verkauft und dann eben wiederum durch junge Spieler ersetzt. Jetzt hatte man ja diese Saison ein bisschen das Gefühl, dass man eigentlich der eigentlichen Philosophie so ein bisschen abgeschworen hat. Mit Alea hat man jetzt natürlich Pech gehabt, dann den etablierten Spieler geholt. Genau das gleiche mit Niklas Süle. Aber auf der anderen Seite hast du Spieler wie Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, auch Salih Özcan. Gibt es da vielleicht auch einen Punkt, den man kritisieren kann? Oder würdest du sagen, die Sommertransfers waren so auf dem Papier gut? Ich finde den Kader eigentlich sehr gut, wie er sich versteckt worden ist. Also das finde ich super, auch wie ein Salih Özcan, der ein super Jahr in Köln hatte, der genau eigentlich die Sechserposition spielt, wie es ist. Ich habe sie in Köln gespielt, in Bellingham zusammen. Das sah gut aus. So, Salih war öfters verletzt und so weiter. Das heißt, die müssen sich auch mal einlaufen. Das ist wie der FC Bayern so ein bisschen. Du musst so eine erste Elf, eine erste Zwölf, und die Woche für Woche spielt. Und erst wenn es läuft, dann fängst du an zu rotieren und schmeißt einen anderen rein. Und das haben sie noch nicht hinbekommen. Sie rotieren noch oft. Ich finde Schlotterbeck und Süle, für mich ist das eigentlich das beste Bundesliga-Duo, das es gibt. Aber sie haben sie auch noch nicht gefunden, weil das Mittelfeld noch so wild ist, dass sie manchmal die Bälle eigentlich gar nicht auffangen können. Deshalb die Transferpolitik finde ich super. Aber es ist nicht so, dass sie damit Erster werden. Keine Chance. Ich glaube, das, was sie geholt haben, das ist super. Aber sie haben ja vieles noch abgeben wollen. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, Emre Can, der wirklich schon bei vielen großen Vereinen gespielt hat, der aber, glaube ich, auch ein Selbstverständnis hat. Der will natürlich Stammspieler sein, ne? Und wenn der da nicht spielt, und es gibt ja Gründe, warum er gehen sollte, dann, glaube ich, hat das auch Einfluss auf die Kabine. Und wenn es dann wirklich 3, 4, 5 dieser Couleur gibt, die unzufrieden sind, dann hast du halt ein Problem in der Kabine. Und entweder musst du dann mal, wie Nadim vorhin gesagt hat, rasieren und den einen oder anderen dann wirklich auch mal aus der Kabine beten. Oder du musst die wieder integrieren. Aber Teile, also es gibt ja Spieler, die haben das Gefühl, ich spiele, aber eigentlich soll ich weg.
Also irgendwie auf der Abgangsseite ist man, glaube ich, nicht so gut weggekommen im Zeugnis, wenn wir jetzt mal eins ausstellen würden. Und da liegt, glaube ich, auch die Problematik. Wir haben es gerade gehört, um es nochmal zu sagen, wenn die Gruppe irgendwie krankt, wenn da so ein zwei, drei, es sind Menschen, aber ich sage es jetzt mal, faule Eier drin sind, dann lässt sich das irgendwann nicht mehr aufhalten und jeder lässt sich anstecken. Ich meine, wir haben hier zwei, einen ehemaligen, einen aktuellen Spieler. Ihr wisst, wovon ich spreche, das geht manchmal ganz schnell. Ne? Passenderweise haben wir dazu eine kleine Szene, einen kleinen Tweet, denn Mats Hummels hat indirekt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, indirekt in einem Interview, so habe ich das zumindest rausgehört und rausgelesen, Karim Adeyemi kritisiert. Können wir vielleicht mal hier gleich einblenden. Der ist jetzt hier auf einem kleinen Monitor. Wo ist der Netman? Genau, hier haben wir es. Nach der Niederlage bei Union Berlin legte Mats Hummels in der Hacke-Spitze-Debatte bei Borussia Dortmund nach. Ausgerechnet Karim Adeyemi sieht die Lage anders. Gemeint ist da die Szene vor dem 2:0. Wir haben sie gerade gesehen. Adeyemi versucht im Aufbau eine Drucksituation mit eben einem Hackenpass zu lösen. Und daraus resultierte dann das 2:0. Kann man aus so einem Interview dann vielleicht auch so ein bisschen eine Stresssituation in der Kabine schon ableiten? Also ich frag mal den Profi. Wenn du jetzt in der Situation Adeyemi wärst, würde dich das nerven, so ein Interview? Oder sagst du, vielleicht braucht man auch sowas mal in der Mannschaft? Natürlich braucht man das ab und zu oder sowas in der Mannschaft, aber ich glaube, daran sieht man einfach schon ein bisschen, dass da was nicht stimmt. Und er hat ja den Ball da verloren, aber hat er trotzdem noch gebraucht, bis das Tor passiert ist. Und ist ja nicht seine Schuld. Und öffentlich sowas jetzt zu kritisieren, finde ich da ein bisschen schwierig gemacht. Ich mag das eher mehr, dass man direkt zum Spieler geht, unter vier Augen und das sagt und nicht extra nach draußen bringen muss. Muss. Ja. Das hat ja eine Vorgeschichte. Ne? Es gab ja unter der Woche das Spiel gegen Sevilla und danach hat der Mats Hummels ja so eine kleine Grundsatzrede gehalten, was er ja gerne mal macht, wenn er das Gefühl hat, so stimmt irgendwas nicht. Und da ging es ja um dieses Thema Hacke Spitze 1, 2, 3. Wo kann ich die Kabinettstückchen auspacken und wo eben nicht? Und ihm ging es vor allem darum, dass es nicht in den Szenen oder in den Teilen des Spielfelds passiert, wo ein Ballverlust tödlich ist. Und jetzt hat Adeyemi eben vor dem 0-2 in Berlin den Ball genau in so einer Zone verloren, weil er den Ball mit Hacke gespielt hat, statt einen einfachen Pass zu Guerreiro nach vorne zu spielen. Und das natürlich dann, klar, wird man da wieder drauf angesprochen, weil das, scheinbar hat der Adeyemi da nicht zugehört bei Hackespitze 1, 2, 3, sondern er spielt halt genau in der Situation, was taktisch unclever ist, aber beim jungen Spieler vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar. Und ich glaube, daraus aber jetzt so einen Bruch in der Kabine zu konstruieren, ist vielleicht ein bisschen zu weit. Ich glaube auch, dass der Widerspruch von Adeyemi, dieses Interview bei The Zone, war, glaube ich, noch im Kopf, noch ein bisschen am Spielfeld. Also das war jetzt nicht so, dass er sagte, stimmt nicht so ganz. Er wollte jetzt, glaube ich, nicht so einem Vizekapitän widersprechen, sondern ich glaube, dass das grundsätzlich schon alle so sehen. Aber das ist halt seit Jahren ein großes Problem bei Dortmund, dass sie nicht lernen, in welcher Phase sie seriös spielen müssen und in welchem Teil des Spielfelds und in welchem sie halt zaubern können. Und vorne klappt das ja. Es gab eine Szene, erste Halbzeit, da hat, ich glaube, Moukoko auf Adeyemi wunderbar mit Hacke abgelegt und Adeyemi hat einen Freistoß 20 Meter vom Tor rausgeholt. Ja, geil, Hacke, Spitze, 1-2, funktioniert. Geht super. Zweite Halbzeit, Chance von Reus, auch super vorbereitet von Brandt mit der Hacke. Also das geht ja. Man darf es halt nur nicht da machen, wo man Gegner einlädt. Und das ist, glaube ich, das Grundsatzding, was ihnen fehlt. Und darüber hinaus, super vielschichtiges Thema Borussia Dortmund. Könnte man jetzt wahrscheinlich die Sendung 3 Stunden mitmachen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem ist Widerstand bei Rückschlägen. Sowohl wenn der Gegner einen ein bisschen höher anläuft, ein bisschen aggressiver ist, die haben gegen Bremen verloren, die haben in Köln verloren, in Berlin. Alles drei Mannschaften, die draufgehen, die eklig spielen, die den Gegner früh attackieren, unter Druck setzen. Und damit kommen sie nicht klar. Das können sie spielerisch nicht lösen, da fehlt ihnen auch so ein bisschen der Plan. Und das macht es dann irgendwie auch bemerkbar in solchen Spielen. Ja, das Problem war, gestern fand ich viel eher, dass der Adeyemi die Frage gar nicht verstanden hat. Nein, ja, das Interview, das würde ich nicht sagen. Der hat gar nicht verstanden, was die Dame damit sagen wollte. Aber das Problem ist ja hausgemacht. Also wie dieser Adeyemi-Transfer über die Bühne gegangen ist, wie der halt dargestellt worden ist, das war ja der Haaland-Nachfolger. Und das meine ich jetzt null Werten, aber in Österreich für Salzburg, das ist sogar noch 20 Tore aktuell. Also das meine ich nicht böse. Die Bundesliga ist was anderes. Und ich finde, bei aller Qualität, der Junge hat, das ist noch beileibe nicht das, was er kann. Also ich finde, er spielt mit, aber er drückt noch keinen einzigen Spiel den Stempel auf. Natürlich kann er mal einen Hackentrick machen. Da sagt auch keiner was. Das ist oft bei Offensivspielern so. Klappt es, bist du der Mann, klappt es nicht, bist du der Arsch. Aber Fakt ist, dass das noch nicht zusammenpasst mit dem, wie es verkauft worden ist. Und deshalb sage ich, auch der Junge braucht einfach noch Zeit. Der ist gut, aber der ist nicht so gut, dass wir sagen, der schießt die Bundesliga kurz und klein. Beim besten Willen nicht. Das ist wie das, was du sagst. Mehr als man denkt, nein,
Er ist ja auch nicht der Haller-Nachfolger. Also diesem Stempel ihm aufzudrücken, passt sowohl nicht, was die Torquote angeht, als auch spielerisch, also vom Spielertyp. Ne? Das ist, wenn überhaupt, ist das der Sancho-Nachfolger, der ein Jahr zu spät kommt. Haaland-Nachfolger ist dann Haller logischerweise oder halt Modest in dem Fall. Aber dem Jungen das mitzugeben, das wird ihm auch nicht gerecht. Trotzdem muss er natürlich, also der kann schon mehr, als er bisher gezeigt hat. Gegen Bayern hat er 2-3 Szenen gehabt, das fand ich ziemlich gut. Da hat er mal ein bisschen Tempo gehabt, ein bisschen über außen was gemacht, 1-1. Und das fehlt ihm aber irgendwie noch in der Dauer, in der Konstanz. Ich dachte, du fragst jetzt, wo landet BVB am Ende? Das war jetzt die Frage, oder? Ja, die kommt gleich, glaube ich. Okay. Aber du hast so ausgesehen, als wolltest du noch was hinzufügen. Nein. Nein? Ich hab nur geguckt, wie du darauf reagierst, wenn die ganze Zeit über Borussia Dortmund gesprochen wird als das Schalker. Das ist für mich gar kein Problem. Wir hatten ja auch hier schon einen Dortmunder Spieler zu Gast. Ich würde ganz gerne noch die Frage in den Raum werfen. Was glaubt ihr, wie kann man da auch auf Sicht bei Borussia Dortmund eben diese, wir haben darüber gesprochen, diese Gewinnermentalität reinzubekommen? Ist es überhaupt für Dortmund möglich, langfristig dann dieser Bayern-Verfolger zu werden? Weil Mannschaften wie Leipzig, wir sehen es jetzt auch, Union Berlin, die schlafen ja nicht. Und ist die Zeit vielleicht auch schon vorbei, wo Borussia Dortmund die klare Nummer 2 in Deutschland ist? Es schafft gar keiner, den Bayern-Druck auszuüben. Das ist egal, Borussia Dortmund oder Red Bull Leipzig. Keiner hat die Chance, den Bayern ernst zu werden. Punkt. Aktuell ist Union Berlin 4 Punkte vor. Nein, auch das wird sich in 6 Wochen oder kurz vor der WM dann verändern oder spätestens im Februar, März, weil die große Kunst von Bayern ist ja eben, sie gewinnen immer gegen die Kleinen normalerweise. Jetzt haben sie mal in Augsburg verloren, okay, das war die Ausnahme, aber grundsätzlich tun sich die anderen Spitzenmannschaften wesentlich schwieriger, Woche für Woche die Punkte einzusammeln. Von daher, es gibt keine Mannschaft, die den Bayern von einem Kader irgendwo nahe kommen und selbst wenn einer mal High-Level performt, da gibt es ein Angebot halt von einer großen englischen Mannschaft oder vom FC Bayern und dann geht es halt da weiter. So einfach ist es dann. Es wird Dortmund auch nicht gerecht, die mit Bayern zu vergleichen, weil zwischen Dortmund und Bayern ist inzwischen so eine große Kluft, finanziell, Kader, alles. Natürlich sagt Dortmund, die wollen Meister werden, was soll sonst sein? Die können ja nicht sagen, ja, wir wollen die Champions League erreichen. Die wollen natürlich das maximal Mögliche erreichen, deswegen gehen sie so in eine Saison, sonst würden sie auch, glaube ich, von allen ausgelacht werden, wenn sie sagen, ja, Meister, nee, dieses Jahr nicht. Aber das zu schaffen, ist eigentlich fast unmöglich aktuell. Die sind auf der Stufe mit Leverkusen, mit Leipzig, wenn es bei denen läuft. So, das ist deren Kragenweite, deren Vergleichsinstanz. So. Und gegen die müssen sie sich durchsetzen, um dann am Ende wahrscheinlich Zweiter zu werden, wenn Bayern nicht mal eine absolute Schrottsaison erwischt. Mehr ist es halt einfach nicht. Das ist einfach die Bundesliga aktuell. Aber ist die Kritik erlaubt zu sagen, dass wir jetzt aktuell zumindest, wir haben jetzt 10 Spieltage gespielt, Bayern München hat ja jetzt schon ein paar Unentschieden vor allem gespielt. Und jetzt wäre ja die Möglichkeit da gewesen, dass es zum Beispiel das, was ich so ein bisschen mitbekomme. Da kann man ja die Dortmund-Fans dann schon verstehen, dass man da jetzt aktuell tabellarisch einfach enttäuscht ist. Weil Union Berlin, ich meine, ob sie es jetzt halten werden, das stellen wir mal in den Raum, aber da denkt man sich ja zumindest so ein bisschen, da könnte jetzt eigentlich Dortmund stehen. Müssen. Könnte Dortmund stehen, könnte müssen. Leverkusen stehen, könnte Leipzig stehen, aber Union Berlin wäre am wenigsten erwartet worden, ja. Das ausgerechnet die Patzer ausnutzen. Und ich muss übrigens ganz kurz mal Hummels in Schutz nehmen. Ich glaube, diese Szene mit der Interviewwand, das war nicht gestern. Nee, das war davor. Ja. War letztes Jahr, ne? Oder vor 2 Jahren. Ja. Klar, dass du natürlich wieder hier Korinthen packst, das ist natürlich Wahnsinn. Ich meinte natürlich das Insgesamte. Ne? Also es wird, ich weiß nicht, wenn ich in einer Mannschaft spielen würde, und ich hatte natürlich großes Talent, um auch Bundesliga zu spielen, dann würde es mir irgendwann auf den Geist gehen, wenn ich ständig von einem Mitspieler da öffentlich immer in die Tonne gehauen werde. Und ich glaube, da tut man sich auch keinen Gefallen mit. Vor allen Dingen, klar, wenn man Leistung bringt, wenn man Leistungsträger ist, dann kann man sich das mal rausnehmen. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut. Und ich glaube, dass das durchaus, ohne jetzt irgendwie so zu tun, als wäre ich Insider, vom einen oder anderen auch kritisch gesehen wird. Aber die Wahrheit ist halt, in der Kabine interessiert es eigentlich kein Schwein. Also dieses, was da gelabert wird, die Spieler hören einmal zu und sagen, ja, bla bla, und erledigt. Das ist wirklich dann für die Fans oder für die Medienleute ist das super interessant. Der kann letztendlich erzählen, was er will, um auf Deutsch zu sagen, weil der Spieler, den interessiert das einfach nicht. Ja. Jeder guckt für sich, muss er auch im Bundesliga-Chef, weil er muss seine Leistung bringen. Und wenn einer versucht, das Spiel zu erklären, du musst ja bei Mats wirklich die Ohren alles aufmachen, um dann zu verstehen, was er sagt. Also ist er schon dann ein Stück weit sehr in die Tiefe. Und die meisten haben gar nicht mehr das Level, um das zu verstehen. Lass uns noch ganz kurz über die Bayern sprechen. Wir haben gerade schon so ein bisschen das Thema angeschnitten. 5-0 gegen den SC Freiburg. Wir sparen uns die Spielszenen sehr deutlich. Wir haben es gerade schon, oder ich habe es hier ein bisschen gehört. Bayern wird am Ende wieder Meister? Ja? Nein?
Da muss schon sehr viel gegen sie laufen. Also ich sehe es nicht. Ich meine, sie haben jetzt einen nicht so guten Saisonstart hingelegt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, schon echt viele Punkte liegen gelassen und trotzdem sind sie ja schon fast wieder an Schlagdistanz. Also es fehlt ja auch, also wir haben Union Berlin gerade hochgelobt, zu Recht, aber das ist ja keine Mannschaft, die denen auf 34 Spieltage Konkurrenz bieten wird. Das heißt, es müsste jetzt schon irgendwie, Dortmund müsste die 5 Punkte Vorsprung haben oder 4 Punkte oder Leverkusen oder Leipzig, aber ich sehe da leider... Das tut mir wirklich auch leid. Ich finde die Bundesliga-Tabelle gerade super geil, weil alles sehr eng beieinander ist. Ne? Wir haben plötzlich Platz 2 und 11, glaube ich, 4 Punkte Abstand. Das ist fantastisch, aber es ist leider eine Momentaufnahme und die Spitze wird sich auf Sicht leider wieder Bayern schnappen. Ein Bayern-Fan klatscht. Also ich möchte mich da noch nicht irgendwie einreihen, weil im Prinzip so wie ihr redet, oh, du guckst kritisch. Nee, nee, ich bin okay. Gespannt, was kommt. Ich auch. Ich weiß jetzt noch nicht, wie der Satz endet. Ich möchte mich nicht einreihen, weil ich möchte nicht aufgeben. Ich möchte jetzt nicht jedes Jahr sagen, die haben mehr Geld, die haben mehr Qualität, die haben mehr dies, die haben mehr das. Das ist ja alles klar. Aber es gab mal Leicester City zum Beispiel. Also es ist theoretisch möglich, dass ein Verein kommt und deutscher Meister wird, der nicht FC Bayern heißt. Und das möchte ich auch nicht aufgeben, sonst können wir ja wirklich zumachen. Dann reden wir nur noch über die zweite Liga oder die dritte Liga, die sehr interessant ist und bei Magenta Sport zum Beispiel läuft, wenn ich das mal sagen darf. Bis 2027 jetzt übrigens. Ich traue es auch Union Berlin zu, dass die das mal durchziehen können. Warum denn nicht? Ich glaube, wir haben eine Bayern-Mannschaft, das wird vielleicht sogar der Bayern-Fan dahin zugeben, ganz sattelfest seid ihr nicht, gegen Freiburg einen tollen Tag erwischt. Aber warum nicht nochmal 2-3 Mal unentschieden? Warum soll Union Berlin nicht auch mal mehr Siege holen? Also ich geb nicht auf. Aber gut ist das andererseits... Ja. So, das sind alles Träumer. Ja. Aber lass mich kurz eine Sache dazu sagen. Du sprichst es an, Bayern München macht jetzt noch nicht den sattelfestesten Eindruck. Die haben mit Robert Lewandowski den wahrscheinlich über die letzten 2-3 Jahre besten Mittelstürmer der Welt verloren und gewinnen dann trotzdem 5-0 gegen Freiburg, die bis zu dem Zeitpunkt die zweitbeste Defensive der Liga gestellt haben, ja, mit 8 Gegentoren und kriegen dann 5 Stück von Bayern eingeschenkt, die ja nicht so sattelfest sind. Ja, wie kannst du uns Hoffnung machen, dass es dann vielleicht doch ein anderer Verein wird? Ich mag nicht aufgeben, grundsätzlich. Ich möchte nicht, dass Menschen aufgeben. Es ist immer was möglich. Und ich glaube, auch in dem Fall ist was möglich. Vor 2 Wochen übrigens haben wir darüber gesprochen, ist Julian Nagelsmann wirklich noch der richtige Bayern-Trainer? Und jetzt macht ihr mir hier weiß, die Bayern holen mit 18 Punkten Vorsprung in die Meisterschaft. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Das Problem ist natürlich, dass du bei Magenta TV dritte Liga immer schaust und dann oft die Bayern... Magenta Sport. Und wenn du die Zeit gefunden hättest, hättest du selbst bei den Unentschieden gesehen, dass jedes Spiel 8-1 hätte ausgehen müssen für die Bayern. Das heißt, die müssen, also nochmal, wir reden über ein 5-0 gegen Freiburg. Jetzt sagst du, war mal ein etwas besseres Spiel. Aber es schafft keiner von den anderen 16 Vereinen, 5-0 gegen Freiburg zu gewinnen. Die haben sie auch mittlerweile in den Top 5 fest und ist auch geil wie Union. Ich meine, wie Christian Streich, wir freuen uns ja alle. Auch der kann deutscher Meister werden. Und ich würde mir wünschen, dass die Träumerei von dir in Erfüllung geht. Ich glaube, dieser Traum geht nicht in Erfüllung. Aber in der dritten Liga vielleicht. Ich finde das super, super. Ich finde es schön, dass du Träumer bist und Mentaltrainer ja offensichtlich auch, aber ich glaube, realistisch betrachtet. Ich höre mir sehr gerne alles an. Ich bin übrigens seit 5 Jahren in der dritten Liga. Das hast du als Trainer nicht geschafft. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da hast du recht. Es gibt ja auch noch 2 höhere Ligen. Du hast recht. Ja, dafür hast du Bundesliga und alles gespielt und ich. Lange her. Nicht. Ja. Wir mögen uns, das, wir mögen uns aber, oder? Das absolut, ist, ja. Ich mag dich. Oder, ja. Ja. Nein, das muss ich nicht. Plätze tauschen, oder? Offen und ehrlich. Bitte. Offen und ehrlich. Super Stimmung hier im Studio. Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für euch zu Hause. Denn ich war ja vor 2 Wochen ungefähr in Lissabon und hatte dort die Möglichkeit, im Rahmen des Champions-League-Spiels zwischen Benfica und PSG Julian Draxler zu treffen. Wir haben ein kleines exklusives Interview für euch vorbereitet, wo er über seine Zeit in Paris, in Lissabon und in der Nationalmannschaft und auch über seine Schalke-Zeit spricht. Das zeigen wir euch jetzt als Nächstes. Danach gibt es den Hot Seat. Bis gleich und viel Spaß mit dem Interview. Ja, wir haben heute Julian Draxler zu Gast hier für ein kleines Interview. Ich habe ihn ja in Lissabon besucht. Erstmal danke. Ja, ein sehr sympathischer Mann. Sehr cooles Interview gewesen.
Da nochmal auch vielen Dank an Harald, die das Ganze mit ermöglicht haben. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Das ist unter anderem eben die Marke von Julian Draxler. Ausrufezeichen Harald auch gerne im Chat eingeben, dann kommt ihr dahin, gibt noch ein paar Informationen. Wir hatten auch ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Vielleicht habt ihr das bei Instagram gesehen. Gab es auch ein kleines Styling hier vor Ort zu gewinnen. Ansonsten, wie gesagt, sehr gerne bei Instagram, Twitter und Co. vorbeischauen. Dann bleibt ihr da auch immer auf dem Laufenden, auch wenn es dann um die Tickets und die Daten für die nächsten Shows geht. Also da sehr gerne vorbeischauen. Wird hier auch eingeblendet. Als nächstes gehen wir jetzt aber zum Hot Seat, unser allseits bekanntes und beliebtes Format. Nadim hat sich schon dorthin gesetzt und ich würde sagen, wir gehen rüber. Mit Leverkusen Meister werden oder mit Deutschland die WM gewinnen? Mit Deutschland die WM gewinnen. Ibiza oder Monte Carlo? Ibiza. 10.000 in FIFA stecken oder Designerklamotten kaufen? Designerklamotten kaufen. Der Bachelor oder Love Island? Love Island. Beziehungsmensch oder Single Life? Beziehungsmensch. Nie wieder Sex oder nie wieder Fußball? Nie wieder Sex. Nach der Karriere, Trainer oder Influencer? Trainer. Counter-Strike mit Neymar oder Fortnite mit Özil? Fortnite mit Özil. Gegen Tim Wiese im Ring stehen oder gegen Robert Andrich? Robert Andrich. Lieber DJ im Mannschaftsbus oder in Ruhe mit Kopfhörern chillen? DJ im Mannschaftsbus. Lieber mit Ronaldinho oder mit Zidane zusammenspielen? Ronaldinho. Basketball oder Football? Football. Bösewicht oder Superheld? Superheld. Extraschicht im Trainingslager oder Urlaub mit der Familie? Urlaub mit der Familie. Bei Haus des Geldes, beim Professor oder bei der Polizei? Beim Professor. Mit Berlusconi eine Pizza essen oder mit Merkel ein Fischbrötchen? Mit Berlusconi Pizza essen. Carbonara mit Sahne oder Döner ohne Soße? Döner ohne Soße. Waldhof oder der FCK? Waldhof Mannheim. Norditalien oder NRW? NRW. Sehr ehrlich. Döner ohne Soße. Was ist das denn? Mal eine Frage in die Runde. Döner mit Soße mal hier melden, bitte einmal. Mit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ohne Soße mal outen, bitte. Was? Locker, ja, locker. Ey, nein. Ist so. Muss. Lass uns kurz mal abseits davon, warum Döner ohne Soße? Ist dein Dönermann scheiße, frage ich jetzt einfach mal. Also wie du siehst, habe ich glaube ich in Köln schon alle getestet. So ist es nicht. Auch bei Polly war ich schon. Ne? Aber ich mag das einfach nicht. Ich esse es lieber so ganz Natur, wie es halt so ist. Und lass mir nicht irgendeine Soße da rein donnern, wo alles gleich schmeckt. Liebe Grüße raus an die Teasy-Jungs, die da vielleicht in der Diskussion dann irgendwann nochmal mitmachen können. Auch Verfechter von Döner ohne Soße. Jedem so, wie er schmeckt. Wir haben unser nächstes Thema, wenn Nadim gleich wiederkommt, der wird gleich noch verkabelt, kann dann gleich auch noch was dazu sagen. Wir wollen als nächstes über den Ballon d'Or sprechen, der wird heute Abend vergeben. Ich frage ganz einfach mal nach, wer soll es eurer Meinung nach werden? Auch Müsli ohne Milch, stimmt. Gibt es überhaupt eine Diskussion? Ja, Quatsch. Ja. Nein, also ich würde, ist das an? Ist das Mikrofon an? Das ist an und irgendeiner hat hier gerade Marc Uth reingeschrien. Marc Uth, ja. Weiß ich nicht. Christian, ja. Also Karim Benzema, ne? Ich glaube, der gewinnt das auch. Ich weiß nur nicht, ob mein Mikrofon noch an ist. Ich kann natürlich noch schreien. Ich glaube, die hören dich im Chat. Alles hören mich gut. Auch so. Oder gibt es da eine andere Meinung? Also Benzema wird's. Ich glaube, ist außer Frage, oder? Wer sonst? Ja. Das frage ich euch. Gibt es jemand anders? Nein. Nadim? Nochmal kurz ein Statement zu Döner ohne Soße. Warum? Was ist los? Carbonara ist ja Schinken dabei, oder? Wie bitte? Bei der Carbonara-Pasta ist ja Schinken dabei. Ja, aber Döner ohne Soße, das ist doch, also...
Aber lieber verhungern oder ohne Soße? Ja, das ist schwer. Ist auch scheiße. Ja, hat er mich. Eine Sache, die mich bei dir interessiert, als Fußballer. Du hast jetzt leider noch nicht die Möglichkeit gehabt, bei so einer Ballon d'Or-Wahl dabei zu sein. Vielleicht irgendwann mal. Wir drücken die Daumen. Vielleicht. Kann alles passieren. Geht schneller, als man denkt. Ist so ein Ballon d'Or überhaupt im Fußball noch so ein angesehenes Ding? Ich denke schon. Ja? Auf jeden Fall. Also ich glaube, als Spieler sowieso. Ich will gar nicht wissen, wie sich jetzt Benzema heute Abend fühlt, wenn er das Ding bekommt. Weil, also bist du ja auch 100% sicher? Ja, 1000%. Also wer denn sonst? Keine Ahnung, das frage ich euch. Ich denke schon, also sagt ja auch schon jeder, eigentlich ist ja schon wie gefühlt offiziell, dass er den Ballon d'Or gewinnt. Das kriegt nicht mal die FIFA hin, das zu verkacken. Ja, also. Boah. Ja gut, also vor 2 Jahren Lewandowski, schwierig, als das Ding abgesagt worden. Aber daran sieht man auch, wie wichtig, ne, wie wichtig im Fußball sowas ist, weil Lewandowski, der hat da ganz schön hingearbeitet drauf. Das war für den ein ganz großes Ding und ich glaube, auch wenn es eine Auszeichnung ist, die von Journalisten unter anderem kommt, ist trotzdem gut, oder? Ja, vor allem ist es die erste Auszeichnung seit 16 Jahren, habe ich keine Statistik gesehen, seit 16 Jahren das erste Mal, dass Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nicht beide in den Top 3 sind. Da sieht man auch nochmal, was die für eine Dominanz da ausgestrahlt werden. Ausgestrahlt haben, ist es für euch, findet ihr das cool, dass jetzt mal so ein bisschen Abwechslung drin ist? Man sieht ja, dass jetzt Benzema ist, war jetzt kein junger Spieler, aber dass einfach mal auch wieder andere Leute da den Titel abräumen. Ja, es war halt total verdient, dass es die ganze Zeit abgeräumt haben, das muss man mal sagen. Wenn zwei so überragende Fußballer zeitgleich Fußball spielen, dann sind es halt die beiden, zwischen denen jedes Jahr entschieden wird. Die haben halt alles andere überstrahlt. Das sind ein paar, haben es nicht bekommen, die es vielleicht sonst bekommen hätten. Aber das war vollkommen okay, dass sie es beide bekommen haben, weil sie einfach die überragenden Fußballer der letzten 15 Jahre waren. Wenn wir jetzt so eindeutig alle auf Benzema schielen, ich glaube, einige oder fast alle im Chat stimmen auch zu, frage ich jetzt einfach mal nach der Top 3. Was wäre denn euer Zweit- und Drittplatzierter dieses Jahr? Ist ja auch eine Neuerung, wichtig, ab diesem Jahr. Normalerweise war das ja immer wirklich ein Kalenderjahr. Jetzt ist ja August 21 bis Juli 22, also du hast wirklich eine komplette Saison. Wen würdest du auf Platz 2 oder Platz 3 sehen? Lewandowski wahrscheinlich auf 2 und Kevin De Bruyne finde ich auch überragend gut. Den hätte ich jetzt auch mit reingenommen. Patrick, stimmst du? Ja, De Bruyne finde ich Weltklasse. Das ist, könnte auch, aber er hat dies Jahr leider keine Chance. Aber hätte es auch mal verdient, wenn er so weiterspielt. Ich glaube, Sadio Mané wird, glaube ich, auf 2 gerankt. Ne? Habe ich vorhin gelesen. Ich glaube, Sadio Mané ist 2. Ja. Ja, mit Liverpool auch ein klasse Jahr gespielt. Ne? Eigentlich gutes Champions-League-Finale gehabt. Dann ein bisschen Pech gehabt, dass Courtois einfach einen super Tag hatte, Pfosten getroffen. Bei De Bruyne bin ich absolut dabei. Also ich glaube, dieses Jahr Benzema und danach das Jahr Kevin De Bruyne. Einfach mal, weil er es verdient hat. Ich glaube, danach kommt 10 Jahre Erling Haaland wahrscheinlich. Ja, der ist ja noch jung, der kann noch. Ne? Ja, aber der ist jetzt schon so weit. Also wenn er so weitermacht, dann wird nächstes Jahr, sitzen wir hier und da gibt es keine Diskussion mehr darüber, wer es wird. Aber dann müsste er... Karim, sage ich schon. Kylian Mbappé, für euch ein Kandidat, auch über die nächsten Jahre? Oder sagt ihr vielleicht jetzt gerade wirklich so ein bisschen im Schatten von Erling Haaland? Ich glaube, für den Titel musst du die Champions League gewinnen. Ne? Und Manchester City... hat sie noch nicht gewonnen und Kylian Mbappé, da könnten wir jetzt auch eine eigene Sendung drüber machen. Das ist ja auch immer so eine individuelle Wahl. Natürlich ist der Weltklasse jetzt schon, ist ein super Junge, ist Weltmeister geworden in jungen Jahren. Aber wenn auch nur ansatzweise das stimmt, alles, was man aktuell über ihn hört, dann würde ich ihm jetzt gerade keinen individuellen Preis verleihen. Vor allem spielt er... Und der Spiel, das muss man einfach leider sagen, in der Liga, die nicht annähernd so fordernd ist wie die Premier League oder die Primera Division. Ne? Also da seine Tore zu machen, ist tatsächlich noch ein bisschen einfacher als Haaland jetzt in England. Nadim, für dich aktuell der beste Spieler der Welt? Patrick Schick. Terodde, oder? Ja, super. Nee, aktuell Haaland für mich, weil was der abliefert, ist der Wahnsinn. Aber... ja, ich glaube, für die nächsten Jahre ist da noch gibt es genug Verleihungen für Haaland und Mbappé. Wir wollen als nächstes uns noch den Zuschauerfragen stellen, denn ihr hattet ja wie immer die Möglichkeit, einmal an unseren Ex-Profi eine Frage zu stellen und eben auch an unseren Stargast, an den Nadim. Und 3 von euch haben Nadim eine Frage stellen dürfen und haben das Ding gewonnen und kriegen auch ein Trikot nach Hause. Also würde ich sagen, erstmal einen ganz großen Applaus für die erste Frage, die hier eingespielt wird. Hat nämlich sich durchgesetzt. Gibt ein unterschiedliches Trikot nach Hause.
Und ich würde sagen, Film ab. Nadim, deine Frage, darfst gleich darauf antworten. Meine Frage wäre, ist es schon ein bisschen Ehrfurcht, unter so einer großen Fußballlegende wie Xabi Alonso zu spielen, oder sieht man ihn eigentlich nur als Trainer? So, stark, Anton. Ja, man hat sehr, sehr großen Respekt, aber ist trotzdem eine Ehre und auch so ein Ansporn, so eine extra Motivation, ihm das zu zeigen, dass man auch dahin will, wo er war. Dann haben wir die zweite Frage, auch da einen großen Applaus, gibt wieder ein Trikot nach Hause. Wenn ihr übrigens selber mal eure Fragen einspielen wollt, einfach auf den Social Media Kanälen vorbeischauen. Wir haben es jetzt dieses Mal auf TikTok gemacht, da sehr gerne ein Follow da lassen. Frage 2, ab dafür. Hallo, ich habe eine Frage an Patrick Helmes. Macht es dir mehr Spaß, Trainer zu sein, oder war die Zeit als aktiver Profi besser? Das ist eine super Frage eigentlich, weil das Problem ist im Leben immer, dass man erst später das schätzt, was man hatte. Und wenn man so an die Spielerzeit denkt, das ist schon geil. Du gehst zum Training, du fährst nach Hause, wenn du zuhören wolltest, hast du zugehört, wenn nicht, hast du einfach nicht zugehört. Und es war entspannt und das Trainerdasein ist schon wirklich sehr, sehr stressig. Und du bist von so vielen Faktoren abhängig, um erfolgreich zu sein. Als Spieler bist du in der Truppe dann doch für dich selbst. Von daher, mein Vater hat früher gesagt, genieß die Zeit des Spielers. Aber das ging zu schnell vorbei und erst später habe ich eigentlich geschnallt, wie geil das eigentlich war, selbst in diesen großen Stadien zu spielen und für Deutschland zu spielen. Aber leider ist das immer so im Leben, dann man rafft es erst zu spät, wenn man dann die geile Zeit hinter sich hat. Aber vielleicht kommt noch eine, ich arbeite dran, aber ist nicht ganz so einfach. Dann Frage 2 an Nadim. Großen Applaus, gibt auch wieder ein Trikot nach Hause. Hi Nadim. Dadurch, dass du ja selbst ein Jahr in Italien verbracht hast, würde mich mal interessieren, wie du selbst die Entwicklung der Liga siehst. Gerade mit dem Hinblick auf den Meisterschaftskampf, der ja dieses Jahr dann doch etwas spannender zu sein scheint, als er die letzten Jahre war. Danke. Ja, meine Zeit in Italien, auch so die Erfahrung, die ich gesammelt habe, war sehr, sehr geil, muss ich sagen. In Italien gefällt mir einfach, dass es viele Top-Mannschaften gibt und da weiß man wirklich nicht jedes Jahr, wer Meister wird. Und ja, auch so jetzt Inter, AC und auch allgemein die Liga, die hat sich einfach wieder sehr, sehr gut entwickelt und mir macht Spaß, dazu zu schauen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Großen Applaus nochmal, gib wieder ein Trikot nach Hause. Wie gesagt, sehr gerne bei TikTok und Konsorten vorbeischauen, dann seid ihr nächstes Mal dabei. Hi Nadim, wie siehst du den spielerischen Unterschied zwischen der Serie A und der Bundesliga? Ist der Anspruch in der Bundesliga deutlich größer? Ja, die Intensität ist deutlich höher in der Bundesliga, aber in Italien geht es viel mehr auf die Zweikämpfe. Im 1 gegen 1 ist es viel härter als die Bundesliga, aber man merkt da schon, dass es noch von der Intensität einen großen Unterschied gibt zur Bundesliga. Ja, jetzt habt ihr hier Rede und Antwort gestanden. Jetzt werdet ihr alle noch mal ein bisschen getestet. Wir hatten das letzte Woche das erste Mal gebracht. Und zwar geht es darum, Spieler anhand ihrer bisherigen Station im Vereinsfußball zu erraten. Habt ihr letzte Woche sehr gefeiert, letzten Monat sehr gefeiert. Der Chat fand es super. Hatten wir da als kleine, spontane, neue Reihe vorgestellt. Ich würde sagen, wenn die Regie fertig ist, ich mache nicht mit. Ihr seht jetzt hier gleich auf dem Monitor die Spieler, die wir zur Auswahl haben. Wenn ihr eine Lösung habt, einfach rein damit, direkt reinrufen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wer hier am besten die Spieler errät. Beckham. Ja, stark. Aber du Publikum hast du muss ruhig sein. Ihr dürft nicht laut sein, ne? Ja. Nicht vorher sagen hier. Chicharito. Chicharito heißt übrigens die kleine Erbse. Stark. Hat aktuell eine Special Card in FIFA, aber die ist scheiße. Di Maria. Di Maria. Ganz ehrlich, ja. Wahnsinn. Ah, oh, stark, stark. Marvin Ducksch. Ah, guck mal. Ja, Fortuna, daher. Vidal. Arturo Vidal, ja, genau. Waldschmidt. Waldschmidt, ja, ja, ja. Stark, großen Applaus. Sehr stark. Ja, ja. Für mich Spieler des Spiels ganz klar Patrick Helmes. Was der alles nicht erkannt hat, Weltklasse. Ich wollte dir die Bühne lassen, so bin ich zu dir. Und ich habe es auch nicht geschafft. Wir gehen jetzt zum Abschluss nochmal auf die größte Bühne.
Patrick, vielleicht kannst du dich da nochmal beweisen. Es geht an die legendäre Torwand. Ihr dürft alle schießen und es gibt auch wieder für die Jungs und Mädels vor Ort hier was zu gewinnen. Also feuert unsere Gäste hier an. Ich würde sagen, wir gehen rüber, oder? Schauen wir uns das Ganze mal an. Profis bis jetzt eigentlich immer gut performen. Mal schauen, was die Experten machen. Nehmen rüber. So, ihr habt hier die Markierung, ab der geschossen wird. Geht noch ein bisschen. Voll spannend, ne? Das war so, du kannst, also es hat schon jemand einmal das Ding. Ja, so sieht es auch aus, ja. Ja, ja. Also von daher alles entspannt. Wir brauchen nur einen Ball und dann könnt ihr euch aussuchen, wer loslegen soll. Haben wir einen Ball? Schon null? Ja, kannst auch den nehmen zur Not, wenn der aufgepumpt ist. Schießt jeder dreimal unten, dreimal oben, oder wie? Zwei unten, zwei oben. Zwei unten, zwei oben. Ja. Okay. Ja. Oh. Der ist nicht aufgepumpt. Ist nicht aufgepumpt. Nee, nicht wirklich. Regie, haben wir noch einen neuen Ball irgendwo? Naja, das ist das Problem, wenn man immer Sachen verlost, ne? Irgendwann haben wir keine Bälle mehr. Aber es ist gut, haben wir wenigstens eine Ausrede, wenn es nicht klappt. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Regie sagt, die gucken, ja, dann musst du jetzt mit dem Scheißball schießen. Ich, also, naja, ich sage, gute Bälle hier, nicht die Partnerschaft. Ja. Gucken, aber wenn er reingeht, Standing Ovation, wenn er nicht reingeht. Ja, also großen Applaus mal hier, Putin. Für jeden Treffer gibt's was nach Hause. Weiten unten. Oh! Da kommt er übers Kopfballspiel. Scheiße. Na, jetzt hast du noch. Muss direkt weitermachen. Ach, ja, auch. Jeder in einem. Also nicht wieder Sportstudio. Gott, nur zwei, oder was? Ja. Zwei unten, zwei oben immer. Ey. Oh. So nah war ich noch nie an einem Tor dran. Wahnsinn. Schon ein bisschen Druck, ne? Jetzt will ich euch hören. Come on! Ach du Scheiße. Ja, Patrick, du darfst du erst. Ja, das musst du erstmal schaffen. Ne? Ich bin sehr froh, dass du den Druck nicht so erhöht hast jetzt auf uns andere. Aber ich war immerhin der Erste. Ja, ja, ist auch gut. Ja, ist auch gut. Oh, der war gut. Ich habe das Gefühl, der will das Ding wieder kaputt schießen. Ei. Das ist so schwer. Feste. Meine Vorgabe war vor allem hart und dann erst platziert. Come on. Wie läuft das mit den Gewinnen eigentlich? Also eigentlich ist das so, ihr habt es bis jetzt noch nicht getroffen, ja. Eigentlich ist es so, dass es für unten einen Treffer ein Trikot für die Menge hier gibt von den Zuschauern und für oben zwei, also vielleicht nochmal als zusätzlicher Ansporn. Ja, trauriger Abend. Ja, jetzt aber, genau. Eieiei. Oh, ich bin Handballer, ja. Nee, das ist immer. Nächstes Mal werfe ich. Ja, alles gut. Jetzt kommen die Profis. Oha. Jetzt läuft's. Ja. Der Mann hat einige Bundesliga-Tore geschossen. Nein. Oh. Boah, zack. Ja. Ja, da ist er doch. Jawohl. Ex-Nationalspieler aus Grund. Ah. Come on. Vierter und letzter Versuch. Ja. Oh. Und er kann es doch. Ey, stark, Matthias. Ah, geht noch. Ist es ein bisschen Druck jetzt? Nein. Ist und, ist erleichtert? Ah, ja. Im Sportstudio. Ja. Oh. Wie war der Erste? Erste ist knapp. So, großen Applaus für Nadim, zweiten. Unten. Ja. So, jetzt zwei oben und du hast dich zur Legende gemacht. Oh. Einer noch, komm, den machst du. Oh. Hey. Sensationell. So. Oh, der ist sehr platt. Ne? Ja, guck mal, und genau das brauche ich. Genau das brauche ich. Das ist super. Schalke. Oh, mit links. Oh. Ja, der ganze Fuß der letzten Woche. Er sieht aber am Jordan. Man sieht am Jordan. Aber hier. Ja, ja. Ja, 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 ja.
Ja! Besser als du! Ja, geil! Rufen Schröder, ruf mich an. Ich bin da. Beste Schalker in der Saison. Weltklasse. Oh. Nichts passiert, oder? Alles gut. Guter linker Huf. Jetzt aber, come on. Nein! Oh! Ja, ich weiß gar nicht, hat einer nur erzählt. Es gibt auf jeden Fall... Finale, oder? Neun insgesamt. Finale. Ja, das ist stark. Was denn? Du, ich schon Patrick, Finale. Finale ausspielen willst du? Ja, klar. Ja, dann spielen wir jetzt Finale aus. Wenn ich anfange. Ja, jetzt schon mal mehr Hütten. Also machen wir Sudden Death. Einfach jeder einen unten einen oben. Wir auch. Ja, okay. Und wir sind auch dabei. Genau. Wir spielen ja gleich Platz 4 unten oben. Unten, einen unten, einen oben. Hey! Ich glaube, ich kriege gerade meine Grenzen aufgezeichnet. Ja. Jetzt ist sauer geworden, was war aber. Jetzt glaube ich das wirklich mit der österreichischen Liga. Jetzt geht's. Okay. Oh! Der Druck wird groß jetzt. Der ist auch noch drin. Oh! Ich sag jetzt schon mal, ich stehe in einem Finale mit einem Ex-Nationalspieler und mit einem Nationalspieler, ne? Also. Oh! Aber jetzt. So hart schieße ich nicht. Ah. Freunde, das war Abrowski. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Eine wunderbare Runde. Dankeschön ans Publikum vor Ort. Oh. Der wäre respektlos gewesen. Der wäre sehr respektlos gewesen. Vielen Dank natürlich auch Dankeschön. An meine wunderschönen Gäste. Macht gerne nochmal Lärm für sie. Dankeschön. Servus. Dankeschön. Ein wunderschönes Publikum. Folgt uns natürlich sehr gerne auf unseren Kanal. Deine Jungs da oben. Unter anderem auf YouTube ist jetzt das Interview mit Julian Draxler nochmal online. Könnt ihr euch anschauen. Ansonsten sage ich euch mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.